Ja, wir begrüßen also alle sehr herzlich zu unserem Webinar Theater und Communitas. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die wir heute starten. Ich heiße Dorota Sajewska, bin Assistenzprofessorin für Interart mit Fokus auf Osteuropa hier an der Universität Zürich. Ich bin von Hause aus Theaterwissenschaftlerin und Kulturwissenschaftlerin und habe mehrere Jahre an der Universität Warschau in der Abteilung für Theater und Performance gearbeitet und auch als Dramaturgin an verschiedenen Bühnen in Polen. Dieses Seminar ist als Teil eines größeren Forschungsprojekts entstanden, das so ein bisschen parallel, analogisch auch heißt, Krise und Communitas, in dem wir uns mit den performativen Formen des Gemeinschaftlichen, des Kollektiven, des Kommunitären in der Kunst, Kultur und Gesellschaft und auch natürlich auch in der Politik auseinandersetzen. Dieses Projekt erforscht sozusagen die dialektische Wechselbeziehung zwischen Krise und Communitas und verortet sich in so einer Forschungstradition zwischen politischen Philosophie, Kulturanthropologie und auch Performance Studies, die Zusammenhänge von sozialen Krisen und Ideen, Konzepten und konkreten auch Möglichkeiten von kollektiven und anderen kommunitären Formen untersucht. Dabei liegt auch der Fokus auf Krisenmomenten, in denen Konzepte des Gemeinschaftlichen auch hinterfragt und neu formuliert werden können oder müssen. Und daher finde ich auch, wir befinden uns jetzt zurzeit auch in so einem Krisenmoment, in dem wir tatsächlich auch uns entschieden haben, vielleicht so ein bisschen ethnografisch auch so sehr, sehr aktuell auch und spontan auf diese Krise zu reagieren, die jetzt heißt Corona-Krise, wenn es immer noch so aktuell ist, diese Bezeichnung, und so ein Seminar, ein Webinar auch zu veranstalten, jetzt nicht so breit und so breit auch gedacht wie Krise und Communitas, sondern so, tatsächlich mit dem Fokus auf Theater. Zu diesem Projekt gehören auch noch weitere Personen, die dieses Wir bleiben, also die dieses Wir bilden, also jetzt sage ich jetzt immer die Wir und die ich jetzt gerne auch kurz vorstellen möchte, das ist die Nina Seiler, Tadeusz Kocianowicz, Sandra Bieberstein und Louise de Caillé, mit der ich zusammen diese Sitzung heute durchführen werde. Wir alle, wenn ich jetzt alle auch Teilnehmerinnen dieses Projekts vertreten kann, freuen uns enorm, dass es sich heute auch so viele Teilnehmerinnen versammelt haben, um über digitale Formen des Theaters und des Gemeinschaftlichen zusammen zu diskutieren, die zusammen zu denken. Wir freuen uns, dass wir mit der letzten Gobsfurt-Produktion aus Bern anfangen können und dass wir einen tollen Gast und eine wirklich wunderbare Expertin gewinnen konnten, Anja Quiñones, die künstlerische Chorleiterin von HAU Berlin, die ich herzlich natürlich willkommen heiße. Ich begrüße auch andere Gäste, die ich sehe jetzt aus Berlin, aus Warschau, von der ZHDK und von der Uni Zürich. Vielleicht die anderen kann ich noch nicht erkennen, aber dann vielleicht im Laufe auch dieses Gesprächs, dieser Diskussion werden Sie sich melden und dann können wir uns auch gerne kennenlernen, sozusagen. Dieses Webinar ist eigentlich, wie ich das schon vorher formuliert habe, kein Pflichtseminar, kein Pflichtmodul, sondern ist an alle Theateramateure gerichtet, im Sinne von Theaterliebhaberinnen, beziehungsweise an alle, die eine besondere Leidenschaft für das Theater, für Performance, als Live-Art haben und die zurzeit dieser Möglichkeit beraubt worden sind, sich in der Präsenz zu versammeln und den situativen, performativen, körperlichen, lebendigen Kunstformen beizuwohnen.
Wir möchten uns so alle 3 Wochen treffen und sich vor allem, also uns vor allem die Fragen stellen, die wir hoffentlich mit Hilfe auch von unseren Expertinnen wenigstens teilweise beantworten können. Das klingt so ein bisschen nach einer psychotherapeutischen Gruppe. Vielleicht ist es ja auch nicht der Fall, aber vielleicht doch ein bisschen, weil die erste Frage, die mich so umtreibt, ist eigentlich diese: Was ist jetzt mit unserer Zuschauerlust passiert, wenn wir die performativen Künste nur vermittelt und digital erleben können? Was bedeutet eigentlich auch, dass diese Situation für die Schauspieler, für die Performer, das ist etwas auch, was mich aus dieser praktischen Perspektive sehr, sehr interessiert, wenn Sie, die Schauspieler, die Performerinnen, den Arbeitsprozess nicht in einer Live-Form präsentieren können und nicht, also wie besonders bei diesem Fall wie Gobsquad, nicht mehr interaktiv, sozusagen nicht interaktive Games ja auch performen können. Kann man sich diese vermeintlich verläufige Situation als eine dauerhafte Zukunftsperspektive auch imaginieren, vielleicht auch positiv sie zu denken, also sie denken und sogar als die einzige Realität vorstellen? Was bedeutet überhaupt, das ist auch eine Frage, die mich meistens umtreibt, von der Krise her zu denken? Also was ist das für eine Situation auch, also für die gerne auch reflektieren? Wie lassen sich auch diese neuen digital bedingten Formen des Gemeinschaftlichen, das politische Potenzial von Versammlungen in dem postdigitalen Zeitalter reflektieren oder die Kollektivität sowie neue Konzepte der Gruppenarbeit und auch natürlich Arbeitsorganisation im Theater und in der Performance Art konzeptualisieren? Ich könnte natürlich diese Fragen jetzt noch vermehren, und das ist jetzt vielleicht, soll ja auch nicht der Fall sein. Ich glaube, im Laufe auch dieser Veranstaltungsreihe werden neue Fragen auch auftauchen. Bevor ich jetzt das Wort meiner Kollegin Louise de Caillé übergebe, möchte ich nur noch ein paar Worte zu dem Format sagen. Dieses Format, das wir anbieten möchten, ist ein ganz einfaches. Wir werden immer eine Aufführung, die wir uns eine Woche später vorher digital angeschaut haben, zusammen mit einer Expertin besprechen wollen. Das Gespräch dauert, sagen wir mal, so ungefähr eine Stunde, und dann kommt die Diskussion. Aber Sie dürfen sich natürlich aber gerne während unseres Gesprächs auch im Chat melden, wenn Sie Fragen stellen, Ihre Meinung äußern oder auch Kommentare anbringen möchten. Gut, dann die Louise, wenn du jetzt das Wort übernehmen könntest und auch unsere Gästen auch vorstellen könntest und auch ein paar Worte zu Gobsquad sagen. Ja, sehr gerne. Danke vielmals, Dorota, für die Vorstellung. Also ich stelle kurz unseren heutigen Gast vor, dann sage ich ein paar Worte zu Gobsquad und zum Kontext des Seminars, und dann können wir direkt mit den Fragen und der Diskussion anfangen. Also Aine Quiñones, vielen Dank auch meinerseits, dass Sie heute mit uns sind. Sie sind seit 2012 stellvertretende künstlerische Leiterin des Hau Hebel am Ufer in Berlin. Nach ihrem Studium war Aine Quiñones wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ostberliner Akademie der Künste. Und von 1997 bis 2002 hat sie im Podeville Zentrum für aktuelle Künste in Berlin gearbeitet. Dort war sie Leiterin des Bereichs Theater und Performance. Und dort wurde übrigens Gobsquad am Ende der 90er Jahre für eine Künstlerresidenz eingeladen. Und im Podeville hat sie auch 1996 das Festival für Theater und Performance Reich und Berühmt mitbegründet. Das war damals auch eine
wichtige Städte der Berliner Theaterlandschaft. Und bis 2003 hat sie dieses Festival kuratiert. Bevor sie ihre Stelle im HAU antrat, war sie in zwei anderen Theaterinstitutionen tätig, und zwar an der Volksbühne von Berlin als Kuratorin für die Volksbühne im Prater und als Dramaturgin am Residenztheater München. Und daneben war sie zwischen 2010 und 2012 Leiterin des Theaterfestivals Favoriten in Dortmund. Letztes Jahr hat sie dieses Buch Gobsquad, What Are You Looking At? Herausgegeben, genau. Welches Teil der Publikationsreihe Postdramatisches Theater in Porträts vom Alexander Verlag Berlin ist. Und auf das Projekt dieser Publikationsreihe und die Idee eines heutigen Rückblicks auf das postdramatische Theater werden wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Also kurz zu Gobsquad für diejenigen, die mit ihrer Arbeit nicht so vertraut sind. Gobsquad ist ein britisch-deutsches Kollektiv, das 1994 gegründet wurde und ist heute in der, sagen wir mal, europäischen Binnenlandschaft wohl etabliert. Es besteht heute aus 7 Hauptmitgliedern, glaube ich, die in den 90er Jahren entweder visuelle Kunst und Performance an der Nottingham Trent University oder am Institut für angewandte Theaterwissenschaft von Gießen studiert haben. Im deutschsprachigen Raum wird Gobsquad oft mit der postdramatischen Wende des Theaters eben assoziiert, wozu das Institut für angewandte Theaterwissenschaft von Gießen entscheidend beigetragen hat. Darüber werden wir vielleicht auch ein paar Worte sagen. Und seit Ende der 90er Jahre arbeitet Gobsquad vorrangig in Berlin, und das HAU ist die Hauptproduktionshaus und Kooperationspartner. Wie Sie in Show Me a Good Time sehen konnten, vermischen ihre Performances Theater und Medieninterventionen im öffentlichen Raum und Inszenierungen des alltäglichen Lebens oder von individuellen Geschichten, wobei die Form des Kollektivs oder das Kollektive als Arbeitsweise und ästhetische Praxis erforscht wird. Das wird in diesem Buch eben sehr gut beschrieben. Und dies meistens auch mit der Teilnahme des Publikums, sei es der ZuschauerInnen im Theatersaal oder den PassantInnen auf der Straße. Das heißt, dass die Fragen des Zusammenseins, der kollektiven Theatererfahrung, die Dorota schon angesprochen hat, bei Ihnen explizit im Zentrum Ihrer Kunst stehen. Darum freuen wir uns sehr, dass wir die jüngste Aufführung von Bern zum Anlass nehmen können, um das Seminar zu eröffnen, weil das trifft sich perfekt. Diese künstlerische Praxis des Kollektivs wird durch den Titel von Aine Quiñones Einführungstext im Buch ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und das schließt sich auch dem Thema unseres Webinars an. Er lautet nämlich, be part of something bigger, Gobsquad erobern die Gemeinschaft zurück. Und das ist eben das Zurück, das interessant ist, da es darauf hindeutet, dass die Gemeinschaft oder vielleicht die Theatergemeinschaft im traditionelleren Sinne bereits vor der Pandemie verloren gegangen war oder mindestens nicht mehr zu finden war. Und dieser Titel nimmt mit Show Me a Good Time noch eine andere Bedeutung an. Weil die Performance wurde nämlich letzten Juni im HAU uraufgeführt, beziehungsweise vom Saal des HAU live gestreamt, und zwar als 12-stündigen Aufführung, die sich von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, das heißt über die ganze Nacht, erstreckte. Inzwischen hat sich das Format des Stücks beim Touren verändert. Die Aufführung in Bern sollte zum Beispiel vor einem Publikum vor Ort und vor Online-Zuschauenden stattfinden. Und dann kam die zweite Welle und wir kennen die Folge der Geschichte auswendig. Jedenfalls war die Premiere von Show Me a Good Time nach dem ersten Lockdown ein europaweites Theaterereignis, kann man sagen, da man neugierig darauf war, wie sich so ein berühmtes Theaterkollektiv mit den Isolationsbedingungen, mit den Livestreams, die inzwischen für das Theater völlig gängig geworden waren, auseinandersetzen würde und ob sie überhaupt die Gemeinschaft zurückerobern würden eben. Und das war auch das erste Mal, soviel ich weiß, da können Sie mich gerne korrigieren, wo Gobsquad vor einem ausschließlich Online-Publikum performte. Also wo das Publikum auch in der Isolation war, obwohl sie sich als Kollektiv
ganz oft aufteilen und isolieren. Und genau, gerade wegen diesen speziellen Umständen hätte ich eine erste Frage an Sie, Anne Quinones. Da die Premiere im Haus stattgefunden hat, was war eigentlich der Impuls zur Entstehung von Show Me a Good Time? War es ein früherer Auftrag vom HAU oder inwiefern musste sich das Projekt an die neuen Umstände anpassen? Also das ist eine etwas längere Geschichte, würde ich sagen, weil eigentlich war ein ganz anderes Projekt geplant, sowieso jetzt mal unabhängig von der Pandemie. Wir planen ja auch ein bisschen länger im Voraus und müssen ja doch auch öfter immer wieder Anträge stellen mit den Gruppen zusammen. Und der Antrag, der gestellt wurde für ein ganz anderes Projekt, wurde abgelehnt. Und dann haben wir gedacht, okay, dann schauen wir jetzt mal, wie wir trotzdem irgendwas auf die Beine stellen können, weil das ist natürlich auch immer wieder das Problem, was oft eine Rolle spielt, dass also ja so renommierte Gruppen wie Goxford dann doch immer wieder von öffentlichen Geldern auch abhängig sind und in so eine Situation kommen, dass dann plötzlich eigentlich die Produktion erstmal geplatzt ist. Und dann war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben einen Co-Produktionsbeitrag, es gibt auch schon andere Co-Produzenten und haben dann geschaut, wie können wir ein anderes Format entwickeln und hatten dann eben das also für einen Abend vorgesehene Format Show Me a Good Time im HAU1 im Hebbel Theater geplant. Und dann kam die Pandemie und dann ging es darum, wie gehen wir jetzt weiter damit um, also wie können wir jetzt trotzdem eine sinnvolle künstlerische Praxis ermöglichen. Und das war für uns natürlich dann eine ziemlich aufreibende Zeit, wie für alle, die davon betroffen sind, sind ja eigentlich alle mehr oder weniger. Wir haben dann mit Gobsquad zusammen, und ich war sehr froh, dass es eigentlich gerade in dem Falle Gobsquad war, die da was rausbringen wollten, die diese Premiere zu diesem Zeitpunkt im Juni geplant hatten, weil ich denke, dass es die Gruppe ist, mit der man tatsächlich am besten über so ein hybrides Projekt nachdenken kann oder eben diese Verbindung von digital und analog thematisieren kann. Und so kam dann diese Produktion zustande und wir hatten dann auch noch relativ kurzfristig einen Co-Produktionspartner in San Diego, der kam auf Gobsquad zu, da waren sie auch zu einem Gastspiel eingeladen und die haben dann auch gedacht, ehe wir gar nichts machen, steigen wir damit ein und so ist das dann entstanden. Also es hatte viele verschiedene Stufen und da Gobsquad natürlich immer davon ausgeht, wie können wir uns damit auseinandersetzen, was um uns herum passiert, war das jetzt so der nächste Schritt zu sagen, okay, wir haben jetzt kein Publikum im Theater, jetzt müssen wir uns mal irgendwie überlegen, wie wir trotzdem kommunizieren. So, dann entstand dieses Projekt. Ja, ja. Ich erinnere mich auch daran, dass am Anfang des ersten Lockdowns das HAU eine andere Aufführung von Gobsquad ausgestrahlt hatte auf ihrer Webseite, und zwar Room Service. Das war so ein Kurzfilm quasi aus diesem Projekt. Ja, genau. Auch schon ähnliche. Es gibt ja, also in der Arbeitsweise von Gobsquad sind diese, also was dann jetzt hier sich so nochmal verdichtet hat in diesem Show Me a Good Time, sind ja Arbeitsweisen, die auch in Super Night Shot sich schon ablesen lassen oder auch in Room Service. Ich weiß nicht, wer das jetzt nicht kennt, da kann ich dann sonst noch mal auch was dazu sagen. Ich weiß nicht so richtig, ich will jetzt nicht Sachen wiederholen. Soll ich was sagen? Oder dazu, zu Room Service zum Beispiel, kennen das alle? Ja oder nein? Nicht? So gemischt, ne? Gut, dann sage ich noch mal was. Also Room Service, das Publikum versammelt sich in einem großen, gibt es ja öfter in Hotels, so Hallen, wo man sich treffen kann, so größere Versammlungsräume. Und Gobsquad sind in den einzelnen Hotelzimmern und versuchen mit dem Publikum, was auf mehrere Screens sieht, in diesem großen Raum
zu kommunizieren. Und es dürfen auch ab und zu mal Leute in die Hotelzimmer kommen. Das wird dann eben auch übertragen. Und es gibt auch ein Telefon in diesem Raum, wo man auch direkt Kontakt aufnehmen kann. Also das sind ja alles schon Verfahrensweisen, die dann quasi dieses Projekt mit vorbereitet haben. Auch in der, wie man mit Publikum zusammenarbeitet, wie man sich überhaupt aufeinander einlässt. Ja. Ja, ich hätte noch vielleicht eine Frage dazu, also zu dieser Entstehungsgeschichte. Und zwar, also wenn Sie sagen, dass Gobscott irgendwie Ihnen auch als künstlerische Leiterin auch am meisten geeignet irgendwie schien, also um jetzt also sich mit dieser problematischen Situation auseinanderzusetzen, könnte man ja also sagen, dass die Pandemie eigentlich keine Zäsur für Sie war, für die Strategien, die Sie entwickelt haben, vielleicht vorher und beziehungsweise, dass Sie schon die Strategien des postdigitalen Zeitalters in dem Sinne auch vorentworfen haben, also in Ihren Projekten. Auf jeden Fall sind Sie, also ich meine, das liegt auch generell in der Arbeitsweise begründet, dass man immer wieder adaptiert. Man guckt, wo man ist und entwickelt sich weiter. Und dadurch ist man nie in dieser Situation, dass man seine Mittel so hinterfragen muss, dass man irgendwie daran scheitern könnte, dass man keine Lösung findet, sondern diese Bewegung bringt das hervor. Und zum Beispiel Super Nightshot, ein anderes Projekt, da war es so, dass sie auch selber das so beschrieben haben, sie sind mit Kameras bewaffnet auf die Straße gegangen, um ein anderes Bild herzustellen von, in dem Falle Berlin oder eben dann weltweit waren sie damit unterwegs. Insofern sind sie immer auch Produzenten ihrer eigenen Bilder gewesen oder sind es nach wie vor, um auch dadurch andere Formen von Wahrnehmung herzustellen. Wie kann man Dinge betrachten? Wie kann man auch Dinge unterlaufen und tatsächlich in diesem Zusammenhang eben auch nach Gemeinschaft suchen mit den Leuten, die sich da versammelt haben. Vielleicht würde ich gerne, bevor wir wirklich so detailliert auch auf den Gebrauch von Medien, von Raumkonzepten auch und Zeitkonzepten zurückgreifen, dann würde ich gerne nochmal auf diese Frage des postdramatischen Theaters zu sprechen kommen, weil tatsächlich dieses Buch, das Sie jetzt herausgegeben haben, also erscheint in dieser Reihe Postdramatisches Theater, also in Porträts, also das ist sozusagen ein neuer Schritt nach 20 Jahren, nach Hans-Dietz Lehmann, also nach dem Buch, das sozusagen den Begriff auch so halbwegs eingeführt hatte, auch nach André Wirth natürlich, aber natürlich auch so eine Art von theoretischer Grundlage geschaffen hat. Und ich fand es auch sehr, sehr spannend, jetzt das nochmal zu lesen, weil ich auch persönlich sagen muss, also dass dieses Theater, das postdramatische Theater, also die 90er und die Nullerjahre, das hat mich auch sehr stark geprägt, überhaupt also im ästhetischen und politischen Sinne, was das Theater angeht. Und ich hatte auch den Eindruck, also als ich die Einleitung gelesen habe, dass Sie auch dass Ihr Text sozusagen auch ein bisschen etwas melancholisch gefärbt ist. Also so habe ich auch dieses Zurück auch interpretiert, also in dem Titel, das Louise angesprochen hat. Und dann geben Sie eben also in dieser Einleitung auch die Einsicht in die Geschichte nicht nur von Gobscott, sondern tatsächlich in die Geschichte des postdramatischen Theaters. Ich hätte so eine Frage, also in Bezug eben auf postdramatisches Theater und beziehungsweise das Verhältnis von postdramatischem Theater und der Frage der Gemeinschaft. Könnte man vielleicht das postdramatische Theater auch als eine ästhetische Form des Gemeinschaftlichen so begreifen, verstehen, beziehungsweise eine Form der gemeinsamen Ästhetik oder einer spezifischen Praxis, beziehungsweise sogar einer internationalen Community, die über Theater alternativ zu denken versuchte, also in den letzten 20 Jahren sozusagen? Naja, die Sache mit den Begrifflichkeiten ist ja immer so was Spezielles, ne? Also mit dem postdramatischen Theater, ich sag's mal so, wie es ist. Wir haben uns das jetzt auch
genommen, weil uns nichts Besseres eingefallen ist und weil natürlich dieses Buch von Hans-Dietz Lehmann auch sehr wichtig war für diese Entwicklung, über die wir hier gerade sprechen, und weil wir auch, wir haben oft mit Live-Art dann sind wir umgegangen oder haben versucht, so verschiedene Begrifflichkeiten zu finden. Alles ist irgendwie, passt nicht hundertprozentig. Ich glaube auch, es gibt große Missverständnisse nach wie vor mit dem postdramatischen Theater, wer sich da alles dazu rechnet, das ist schon interessant. Aber wie gesagt, uns ist nichts Besseres eingefallen, jetzt auch für diese Reihe, die ich im Übrigen mit Florian Malzacher und Katrin Tiedemann zusammen rausgebe. Also es gibt jetzt nicht nur das Boxford-Buch, sondern auch verschiedene andere Bücher. Gintersdorfer Klassen ist schon erschienen. In Company und Co. sind die nächsten, und so wird die Reihe fortgesetzt. Und es ging einfach darum, vor allem nochmal sichtbar zu machen, dass es eben eine Entwicklung gibt, die jetzt schon seit über 20 Jahren Schritt für Schritt vorangekommen ist und wo es eben auch eine eigenständige künstlerische Ästhetik und Theatersprache gibt, die es verdient, nochmal mehr ins Zentrum gerückt zu werden. Und das stimmt natürlich, das fing, sagen wir mal so ungefähr in den 90er Jahren an und hat sich eben jetzt auch in Bezug auf verschiedene andere Entwicklungen eben weiter im Profil geschärft. Die Produktionshäuser, das Netzwerk der Produktionshäuser oder auch diese ganzen Produktionsstrukturen wie das Hau oder auch Kampnagel, Musongturm, die sind ja alle parallel entstanden. Das hat sich ja irgendwie alles miteinander entwickelt. Und auch diese Tendenz, vor allem in den 90ern oder sagen wir mal auch eher in den Nullerjahren, zu sagen, wir können jetzt, das ist jetzt alles trotzdem integrierbar ins Stadttheater, das finde ich eben nicht. Also es hat sich irgendwann dann doch der Prozess auch herausgebildet, zu sagen, das ist eine spezifische, eigenständige Kunstrichtung und die hat auch sehr anderen Umgang mit Material, die hat eine andere Geschichte, die hat ein ganz anderes Bezugssystem und Referenzsystem in den Künsten insgesamt und die braucht auch ihren eigenen Ort und ihre eigene Geschichte sozusagen. Und insofern stimmt das natürlich, dass der Begriff dann auch wieder passt auf eine Weise. Ja, und ich würde sagen, es ist natürlich, also wenn man an Forst Entertainment denkt, die waren ja auch sehr wichtig, zum Beispiel für die Gießener Studierenden in den 90er Jahren, dann gibt es natürlich sehr viele Einflüsse, die auch international sind. Und so verorten sich ja auch die Produktionshäuser, das ist ja jetzt nicht, und in Goxford selber ist ja diese Internationalität auch drin, ne, durch dieses Britisch-Deutsche. Insofern ist das per se tatsächlich eine internationale Entwicklung, das ist schon richtig. Ja. Aber es ist natürlich nicht nur eine ästhetische oder künstlerische Entwicklung oder Kunstrichtung, wie Sie das auch schon genannt haben, aber auch eine andere Art und Weise, eben also über den Arbeitsprozess auch zu denken. Also nicht nur auf der ästhetischen Ebene, sondern tatsächlich, was die Arbeitsorganisation, Arbeitsverteilung auch angeht. Und da sind wir sofort auch also in den Fragen, die eher so gesellschaftliche oder soziale Komponente beinhalten und ganz direkt ja auch, also die Frage vielleicht nicht nur des Gemeinschaftlichen oder einer Gemeinschaft, sondern tatsächlich des Kollektiven ansprechen, ne? Weil also diese immer zu verhandelnde Arbeitsverteilung ist doch eine Basis auch für das Kollektiv, ne? Also die Gobscott-Teilnehmerinnen, Performerinnen, die sagen immer, also wir müssen also immer ganz viel sprechen, miteinander reden, um überhaupt einen Kompromiss zu finden, um die Arbeit anfangen zu können, also in dem Sinne. Also das finde ich auch ganz wichtig, auch in dem Text, den Sie geschrieben haben. Also dass man eben nicht nur über diese ästhetische Komponente denken muss, also bei postdramatischen Theater sind tatsächlich also
Es geht hier also um die soziale Dimension, politische Dimension, auch also eben arbeitsmäßige Dimension der Kollektivität. Mich würde noch interessieren, also weil, wie gesagt, also ich hatte den Eindruck, dass das schon also eine Art von Geschichte des Theaters ist, also postdramatisches Theater. Und wie sehen Sie das also als künstlerische Leiterin einer der wichtigsten experimentellen Spielstätte heute? Gibt es heute eine deutliche irgendwie Tendenz in zeitgenössischen performativen Künsten, wie zum Beispiel postdramatisches Theater in Nullerjahren? Also würden Sie etwas vielleicht formulieren können, also, oder definieren können als eine besondere Tendenz? In dem Sinne, was jetzt danach kommt. Danach oder parallel oder was auch immer. Ne? Also, weil das ist eine Frage, die man nur also an Praktiker stellen kann, also die tatsächlich das so betrachten, behandeln und auch so organisieren, so eine Spielstätte eben für neue Formen auch. Naja, ich meine, das ist jetzt natürlich, wir sind ja gerade in diesem großen Übergang, die Digitalisierung, die verändert ja alles. Wir sehen das ja auch hier jetzt wieder, wie wir uns hier gerade versammelt haben und diese ganzen neuen Formen. Also da wird sicher einiges passieren. Auf der anderen Seite, wir merken das jetzt, es geht ja auch den anderen, denke ich so, die sonst öfter ins Theater gehen, diese Form der Gemeinschaft, die hat natürlich eine besondere Qualität. Und es wäre jetzt, glaube ich, aber noch zu früh, um da etwas abzuleiten, wie sich da was entwickelt, was mit realer Gemeinschaft zu tun hat an einem Ort. Und im Vergleich dazu haben wir zum Beispiel jetzt mit dem Hof 4, wir haben so eine neue virtuelle Bühne installiert und versuchen, und da war ja auch dann Gobsport eine der ersten Produktionen, versuchen eben nochmal jetzt auch andere Communities irgendwie erstmal herauszufinden, gibt es da irgendeine Form? Weil ich meine letztlich auch diese Premiere jetzt mit Gobsport und dieser ganze Probenprozess und wie entsteht dann so eine Sache, ist ja für alle Beteiligten erstmal vollkommenes Neuland, auch dann doch wiederum. Weil diese Konsequenz, dass niemand im Zuschauerraum ist und dass man auch das nicht, also dass es nicht eine Entscheidung ist, sondern es ist eine Vorgabe quasi, ist ja nochmal sehr speziell. Und für uns ist es natürlich nach wie vor dann so ein Punkt zu sagen, okay, lass uns das mal jetzt so Schritt für Schritt mal so probieren, was sich für andere Formen eben auch von anderer Gemeinschaft vielleicht herstellen lassen. Und da sind wir, glaube ich, noch sehr am Anfang. Also da kann vielleicht mal irgendwas draus entstehen. Ich Gobsport proben jetzt gerade an einer neuen Produktion bei uns und da wollen sie das auf keinen Fall so handhaben, dass wenn das jetzt im April soll das eigentlich rauskommen, wenn das eben nicht mit Publikum rauskommen kann, dann kann es jetzt erstmal nicht rauskommen. Ne, also wir können jetzt nicht alles plötzlich vollkommen umstellen, sondern es geht eben auch darum, nochmal so kleine Schritte erstmal zu gehen und Versuche zu machen. Und da fand ich jetzt Show Me Good Time auch erstmal so einen ganz guten Anfangspunkt, weil, also mir ging es zum Beispiel so, es waren ja diese 12 Stunden und wir waren tatsächlich alle eher, also wir waren dann zu Hause, was sollten wir jetzt in dem leeren Theater? Wir konnten ja viel besser die ganze Show verfolgen. Auch damals im Juni war das, 2020, jeder an seinem Computer zu Hause. Und das ist natürlich auch als Zuschauerhaltung schon mal so eine ganz andere Situation plötzlich, die man auch erstmal nochmal wieder überprüfen muss. Was passiert da eigentlich? Ist das dann irgendwie auf Dauer und wenn man mehrere solche Versuche macht, tatsächlich eine Form von Kommunikation oder ist es was für jüngere Zuschauerinnen, wie können wir die reinholen, was haben wir als Institution da auch anzubieten und da sind wir gerade dabei, solche Dinge auszuprobieren und zu gucken und generell, was so die Arbeit von Gobsport angeht, also dieses Nebeneinanderstellen von den verschiedenen Elementen eines Abends,
Da ist natürlich dann auch immer wieder so die Frage, welche Mittel stehen einem zur Verfügung und wie setzt man die ein und welche Rolle spielen die Performer und welche Rolle spielt der Text und welche Rolle spielen Medien. Und da finde ich, sind die natürlich, das hat auch viel mit posttraumatischem Theater dann wiederum zu tun, die Rolle der Autorschaft und auch letztlich die Frage, was ein Politikum ist auf eine Weise, als Kollektiv zu arbeiten und sich immer wieder auch zu positionieren, weil wenn man jetzt vom herkömmlichen Theater ausgeht, dann ist es ja doch oft so, dass immer wieder dann irgendwie ein Unverständnis da ist, wenn es keinen Regisseuren gibt. Wie ist denn das? Wie geht denn das? Wie macht man das? Und das war auch ein langer Prozess, es überhaupt erstmal zu vermitteln, dass es eben durchaus auch andere künstlerische Praxen gibt, die mit einem ganz anderen Selbstverständnis umgehen. Und das war für Gobspot aber zum Beispiel am Anfang ihrer, als sie sich gegründet haben, da gab es ja auch insbesondere in Großbritannien, aber auch woanders in Europa oder auch in anderen Ländern viele Kooperativen und kollektive Arbeitsformen. Und die fanden es einfach ziemlich spannend, nicht alleine als irgendjemand, als künstlerisches einzelnes Subjekt vorzukommen, sondern tatsächlich in so einem gemeinsamen Prozess die Dinge auszuprobieren und dann eben auch nicht immer nur alles mit sich alleine ausmachen zu müssen. So. Aber was jetzt so die jüngere Generation angeht, ich muss mal ganz kurz auf die Frage, bin ein bisschen abgeschweift, glaube ich. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt nur aus meiner eigenen Beobachtung sagen, dass diese Praxis bietet nach wie vor aus meiner Sicht genügend Möglichkeiten, sich künstlerisch in der zeitgenössischen Form in der Performancekunst zu artikulieren. Die Themen verändern sich. Also wir haben jetzt gerade mit Johanna Tischkau gearbeitet oder auch Shishi Pop haben ein Stück gemacht zu dem Klimakterium, wenn man so will, zur alternden Frau. Diese Fragestellungen, die verändern sich einfach und es werden bestimmte Dinge plötzlich ins Zentrum gerückt, wo man jetzt gedacht hätte, können wir das jetzt auf die Bühne holen oder was sind unsere Themen? Also da würde ich denken, dass sich da vieles entwickelt und auch vielgestaltiger wird als vielleicht am Anfang, wo es auch sehr viel um Biografien ging und die, ja. Also es ist spannend, weil also es gab ja auch so ein Stück zu Dorian Gray von Gobsquad, also vor 2 oder 3 Jahren, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, also dass sozusagen der Alterungsprozess war auch ein wichtiges Thema da und das gehört natürlich auch zu dem, was ich vorher diese Geschichte des postdramatischen Theaters auch schon nannte. Das ist etwas, was tatsächlich schon eine Histoire ist und die letztendlich sich jetzt mit der Gegenwart, die auseinandersetzen muss, um sich neu zu erfinden auch, ne? Also als Theater oder als eine Performanceform. Aber Sie haben das, also wie, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe das ja auch in diesem Stück sowas beobachtet, dass sich irgendwie ein anderes Paradigma artikuliert hatte, vielleicht durch diesen Zwang, auch ein Paradigma der Kollektivität in dem Sinne, dass von der Gruppe und ihrer spezifischen Arbeitsorganisation, die auch immer auf der Bühne präsent war, also als Gruppe sozusagen, hier eher auf dieses Netzwerkartige, auf ein System der vereinzelten, isolierten Individuen, die versuchen, sich zu verbinden sozusagen. Also diese Verschiebung habe ich da beobachtet. Natürlich, das war so aufgezwungen einerseits, aber andererseits entstand tatsächlich ein neues, so ästhetisches auch Bild, beziehungsweise eine neue ästhetische Strategie, die dann weiter auch reflektiert und auch performt werden kann.
weil ich mich schon irgendwie gefragt habe, auch vor dieser Premiere, ob eben GobSquad in so einer Isolation, in der Vereinzelung auch so funktionieren kann. Also das war für mich also sehr wichtige Frage. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, also für mich war das ja auch immer GobSquad nicht nur als Gemeinschaft zu denken, sondern tatsächlich in diesem Verhältnis zwischen dem Gemeinschaftlichen und der Intimität. Das war schon ein sehr wichtiger Teil auch der Arbeit, des Arbeitsprozesses und natürlich auch der Präsentation, der Performance selbst, ne? Also das, was auf der Bühne passiert ist. Und da ist es mir sofort so eingefallen, also jetzt bei dieser Aufführung, was passiert jetzt also mit allen anderen Stücken von GobSquad oder beziehungsweise eben mit dieser Strategie, dass Sie auf der Bühne so stark auch diese intime Situation auch entwickelt haben, ne? Also die wirklich die körperliche, physische Nähe, also mit den Zuschauerinnen, ne? Also mit dem Publikum, ne? Das war auch, wie, ich weiß es nicht, in Kitchen haben wir so diesen bekannten Kuss zum Beispiel. Also das war für mich eine Frage, also ob das noch möglich wäre, jetzt das fortzusetzen oder noch sein wird. Also kann ich nur sagen, die sind in der Lage, sich dann wieder neue Sachen auszudenken, weil sie ja auch selber mit ihrer Arbeit sich orientieren in ihrem eigenen Leben. Also, es, ne, also was sind die Fragestellungen? Und jetzt hier bei diesem Show Me a Good Time war natürlich die zentrale Frage dieses leere Theater. Mhm. Einer hält jetzt da die Stellung und setzt sich damit auseinander, dass der ganze Raum ist leer und normalerweise ist man mit Publikum im direkten Austausch auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Das geht jetzt nicht so. Dann sucht man sich sein Publikum eben auf der Straße. Und dann hat jeder eine unterschiedliche Funktion, um diesen Prozess, der jetzt so schwierig ist im Theaterraum, solidarisch zu unterstützen, zu befördern, dass da was passieren kann. Und für mich, also mein Lieblingsmoment eigentlich in dieser Show ist, wenn ich dem Publikum, also es wird ja dann dieses Publikum gesucht und die Leute, die auf der Straße dann in diese Kamera blicken, werden ja auch gefilmt beim Zuschauen dieser kleinen Performance, die dann auf der Theaterbühne passiert und ich als Zuschauerin wiederum kann den Zuschauenden zuschauen. Und das finde ich, also das macht man ja sonst nicht, weil ich im Theater sitze, da gucke ich ja nicht meinen Zuschauer an, sondern ich gucke nach vorne auf die Bühne. Und das fand ich ein also sehr tolles Moment, dass da plötzlich sich solche Perspektiven so umdrehen oder doppeln oder miteinander verschränken. Und dass plötzlich auch jemand, der wahrscheinlich noch nie was von GobSquad gehört hat, plötzlich so eine zentrale Funktion bekommt, als Zuschauender da auf die Bühne zu, also beziehungsweise diese Kommunikation sich herstellt mit dem Performer, der dann ja auch zum Teil recht dilettantisch, aber einfach eine Aktion vollführt, da auf der Bühne, die dann wiederum geteilt werden kann. Also das fand ich dann schon so eine neue Erkenntnis, wie man da auch so unterschiedliche Perspektiven dann in so eine ja eher performative Arbeit so einfließen lassen kann. Ja, und in Show Me a Good Time wird auch auf den Theatersaal als Ort ein bisschen melancholisch geblickt, oder? Und also da haben wir gerade viel über posttraumatisches Theater geredet und über das Konzept vom posttraumatischen Theater als Projekt, das nicht nur die ästhetische Kunstrichtung des Theaters zu verändern versucht, sondern auch die Theater als Institution, und zwar durch andere neue Arbeitsweisen wie das Kollektiv oder die Form des Kollektivs. Aber mich interessiert auch, welche Rolle spielt der Ort des Theaters in der Arbeit GobSquad eigentlich, weil wenn man ein bisschen auf ihre Geschichte zurückblickt, haben sie ganz am Anfang ganz viel im öffentlichen Raum gemacht und sie haben immer sehr ortsspezifisch gearbeitet. Und ich glaube, das ist wirklich seitdem sie in Deutschland sind, dass sie so stark mit Theaterinstitutionen arbeiten, wenn ich mich nicht täusche.
Würden Sie das auch sagen? So langsam fing das dann an. Also am Anfang waren es auch eher also andere Rahmen. Es gibt ja den Satz auch von Gobspot, der Raum ist das Skript. Also der Raum ist der erste Autor sozusagen. Mhm. Und es gab in Gießen auch noch eine Performance in einem Wohnhaus, wo sie das dann mit so verschiedenen bizarren Aktionen überschrieben haben, die Räumlichkeiten. Und What Are You Looking At ist ja auch so eine legendäre Performance in einem verspiegelten Kasten, wo man nur von außen reingucken konnte als Zuschauerin, die da drum rumstanden und drinnen war die Aktion von den Performerinnen. Das waren dann so die ersten Schritte und dann gab es irgendwann in den 90ern auch eine Bühnenproduktion, da sind dann auch zwei von Gobspot, die das mitgegründet hatten, dann ausgestiegen, weil das ging zu weit. Und dann ging dieser Prozess eben weiter, auch immer wieder zu gucken, was für Räume brauchen wir, um das zu erzählen, was wir erzählen wollen. Also ja, der Raum ist auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor und was bei Gobspot eben auch nicht denkbar ist, dass sie sozusagen das Publikum ausblenden und die Bühne als einen geschlossenen Raum für sich definieren. Also sie können nicht einfach so tun, als wäre da niemand. Das hat schon immer was miteinander zu tun. Und insofern stellt sich dann eben immer die Frage nach der Gemeinschaft. Was kreiert man da? Welche Rolle gesteht man oder gesteht man dem Publikum zu oder was möchte man erreichen in dem Moment, wo man einen bestimmten Abend auf die Bühne bringt in Bezug auf die anderen, die auch da sind. So. Ja, aber sehen Sie eine Entwicklung, seitdem Sie wirklich mit der Bühne arbeiten, also mit der Theaterbühne als Ort der Versammlung auch? Haben Sie sich ein bisschen darin verfestigt und hat sich Ihre Arbeitsweise auch verändert? Und weil Sie haben eigentlich diese physische Beschränktheit der Bühne immer zu überwinden versucht oder zu erweitern oder zu vereiteln anhand von Medien, anhand von der Kamera, mit dem öffentlichen Raum und so weiter. Aber also man kann sich auch fragen, in welchem Zusammenhang diese Bühne, die beschränkt ist, mit der Bühne der Straße steht, weil das ist schlussendlich auch die Frage der Institutionen, indem sie auf die Straße gehen, versuchen sie auch, das ein anderes Publikum zu erreichen. Das ist auch, was der Performer immer wieder fragt, habe ich dich erreicht, oder? Auf jeden Fall, also insofern ist jetzt hier bei Show Me a Good Time natürlich die Kamera auch ein ganz wichtiger Übertragungsmittel von außen nach innen und von innen nach außen und dieses Hin und Her und natürlich auch der Wunsch jeder Künstlerin in diesen Zeiten, wie erreiche ich die Leute? Also das ist ja auch immer wieder die Frage und da auch die Frage nach Gemeinschaft dann wieder. Und das beschreiben Gobspot ja auch so, dass es für sie auch ein Politikum ist mit Fremden, die sie entweder nicht kennen oder nichts von Gobspot kennen und sonst jemandem etwas herzustellen, und wenn es nur ein Moment ist, und da etwas festzuhalten und dann wieder loszugehen und sich wieder daran abzuarbeiten, diese Art von, wenn man eben so will, Gemeinschaft immer wieder herauszufordern. Ja. Das finde ich also sehr, sehr spannend, also was Sie jetzt gerade gesagt haben, also für einen Moment, also da haben wir auch hier die Vertreter des Projekts Temporal Communities, ich weiß es nicht, also wie Sie das verstehen, beziehungsweise wie Sie das definieren, aber für uns ist es ja auch sehr wichtig, eben über temporäre Communities, beziehungsweise Gemeinschaften auch zu denken, die wirklich nur so affektiv für einen Moment auch entstehen können, zum Beispiel eben in der Performance, im Theater, oder einfach im Kontakt mit Kunst oder auch vielleicht auf einer Massendemonstration, was auch immer, die wir auch eben als Communitas bezeichnen und im Gegensatz zu einer festen, vielleicht manchmal auch zu totalitären auch Gemeinschaft gegenüberstellen. Ne? Da war ja auch so jetzt gerade im Chat auch eine Frage, wie unterscheiden wir eben diese zwei Bezeichnungen,
diese zwei Kategorien zwischen Community und Communitas. Erstmal wollten wir auch diese ganz stark historisch auch beladenen Begriff Gemeinschaft auch ein bisschen vermeiden in unserem Projekt. Und auf der anderen Seite, was uns auch interessiert hatte, war eben dieser spontane, temporäre, affektive, auch sehr oft körperlich bezogene Aspekt des Gemeinschaftlichen. Und dann haben Sie das ja auch sehr schön ausgeführt, dass eigentlich das ist was anderes als GobSquad als Kollektiv hat. Dieses Gemeinschaftliche ist was anderes als das, was Sie mit dem Publikum erstellen wollen, also wenn Sie sie erreichen wollen. Das fand ich sehr spannend. Aber auf der anderen Seite, wenn wir wirklich über dieses Stück sprechen wollen und diese Produktion beziehungsweise den Titel auch ernst nehmen wollen, Show Me a Good Time, da letztendlich liegt der Fokus nicht so sehr auf dem Raum, weil der steht letztendlich auch leer. Also ist für mich eher so eine Bezeichnung der Krise als der potenziellen Gemeinschaft. Ich meine das Theater, also als leeres Theater, sondern tatsächlich auf der Zeit. Und das fand ich auch sehr spannend, obwohl das ja auch wie immer sehr ironisch auch thematisiert wird. Aber die sagen das ja auch doch, es geht letztendlich darum, in dieser Produktion die Zeit zu füllen und zu füllen. Also ich weiß es nicht, wie man das richtig auf Deutsch aussprechen sollte, damit dieser Gegensatz ja auch so richtig klingt. Aber tatsächlich im Sinne den Abend im Theater einfach füllen, also mit einer Produktion und auch etwas zu bewegen, dass die anderen Leute etwas spüren und wir auch als Performen endlich mal wieder etwas spüren, füllen können. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, also dass das mit der Zeit letztendlich verbunden worden ist und nicht so sehr mit dem Raum. Und dann habe ich mir gedacht oder so eine Frage gestellt, ob man darin so eine Art von Wendung von den Raumkonzepten eben zur Erforschung der Temporalität ja auch bei denen sehen könnte. Und vielleicht eben dieser digitale Wandel führt ja auch dazu, dass man eher sich so auf die Temporalität ja auch konzentrieren kann. Ich schaue jetzt. Ich denke, dass das auch ein strukturierendes Moment hat, in dem Moment, wo man Zeit als ein Kontinuum begreift. Das geht ja immer weiter. Das ist etwas, was gerade, also es ist auch lesbar oder es ist sozusagen eben kontinuierlich. Und Sie haben ja dann immer diesen Moment nach jeder halben Stunde mit dem Lachen. Und dann gibt es andere verschiedene, auch durch die Zeit strukturierte Momente. Und das war jetzt so der Versuch, eben auch durch so einen 12-Stunden-Abend zu gehen und zu gucken, wie sich dann auch die Stadt in verschiedenen Zeitstufen verändert und was man da auch für verschiedene Bilder dann damit verbindet. Ein Bild, was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, war dann der Simon, der dann zum Flughafen Tegel gefahren ist im Juni. Und es war ja nicht mehr wiederzuerkennen, weil da war einfach niemand. Es waren diese Bilder der leeren Straßen, damals beim ersten Lockdown. Und das war einfach auch sehr spannend, dann nochmal so zu unterschiedlichen Wahrnehmungsformen zu kommen und zu sehen, was sich da einfach alles gerade so verändert hat, währenddessen die meisten ja in ihren Wohnungen saßen die ganze Zeit, also nicht nur während der Show, sondern ja auch die ganze Lockdown-Zeit erstmal mehr oder weniger. Und GobSquad sich da so den Weg durch die Stadt gesucht hat und so versucht hat, auch verschiedene, eben auch da Momente herzustellen, die vielleicht doch was damit zu tun haben könnten, dass man sich wieder begegnet oder dass man sich überhaupt begegnet. Und wie gesagt, also Zeit würde ich da eher als so ein strukturierendes Moment dann sehen an dem Abend. Okay, ich glaube, wir haben ja auch schon die erste Stunde gefüllt, weil da kamen endlich mal Fragen und zwar ganz viele, die ich ja auch gerne einfach so vorlesen würde. Und ich würde gerne tatsächlich die anderen Teilnehmerinnen dieser Veranstaltung ja auch einladen, also um diese Fragen auch eventuell zu erläutern oder diese Kommentare ja auch zu äußern.
Darf ich jetzt die erste Frage stellen vom Publikum? Gut, also von Doris College. Ich werde, glaube ich, das nicht vorlesen, beziehungsweise ich muss das nicht vorlesen. Vielleicht könnten Sie jetzt so anfangen, also ich auch ja, erstmal in die Runde Dank. Zu geben. Ja, hallo Enne, herzlichen Dank. Erstmal vielen Dank für die Ausführungen. Ich bin einfach noch ein bisschen am Nachdenken, weil ich bezieht sich vielleicht auch eher auf Maren Rieger, hat es vorhin auch schon geschrieben. Ich bin mir im Moment noch so ein bisschen unklar, wie sozusagen das Thema des Seminars oder auch Ihres Forschungsprojekts Krise und Communitas jetzt mit GOPSQUAD oder wie Sie das zusammenbringen. Und da war jetzt irgendwie, hatte ich jetzt in Ihren Ausführungen, Dorota, immer so verstanden, dass Krise und Communitas wie so ein Gegensatzpaar ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so sehen würde. Und das würde mich einfach interessieren, auch über welchen Gemeinschafts- oder auch Communitas-Begriff. Ich kenne Communitas nur von Victor Turner, wo er ja das sehr eng begrenzt auf diese liminale Phase und das nicht einfach jetzt mit einer Gemeinschaft oder auch einer Community zu verbinden wäre. Und wo ich schon denke, das ist ja im Moment die Herausforderung, dass wir haben wirklich eine Krise der Versammlung, weil das Publikum sich nicht mehr treffen darf. Wir haben in unserem Projekt jetzt auch eben eine große Reihe gemacht, wo wir mit vielen Theaterkünstlerinnen gesprochen haben. Und da hat ein Kollege aus Brasilien irgendwie sehr cool gesagt, naja, heute ist es für uns doch auch selbstverständlich, dass wir im Theater mit Licht arbeiten. Da geht niemand mehr her und sagt, Mensch, Lichttechnik, also gehört das noch zum Theater? Das war natürlich irgendwie vor 150 Jahren auch extrem umstritten. Und er sagte da, und genauso wird es uns mit digitalen Techniken gehen. Das wäre jetzt so mal meine Frage, mit welchen Begriffen von Gemeinschaft oder eben Communitas oder auch Kollektiv, was ja wieder was anderes, wollen wir uns hier auseinandersetzen? Ja, vielen Dank also für diese Frage. Natürlich, also kann man ja auch in so einer kleinen Einführung ja auch das nicht so alles formulieren, was uns umtreibt ja auch, also als Forschungsfrage sozusagen. Aber natürlich, also erstmal, wir verstehen also Krise und Communitas gar nicht als Gegensatzpaar, das ist erstens. Zweitens, deswegen habe ich auch gesagt, dass es eher so um eine eben dialektische Wechselbeziehung geht, also dass die beiden sich Bereiche sozusagen ja auch überschneiden, beziehungsweise die Communitas eben kann absolut als Krise, wie bei Turner, verstanden werden. Ne? Also diese liminale Situation beziehungsweise Krise kann auch als ein Potenzial für die Entwicklung einer temporären oder spontanen Communitas auch verstanden werden. Wenn wir schon von etwas voneinander unterscheiden wollen, dann ist es eher so eben Communitas und Gemeinschaft, die wir eher so als eine strukturierte und beziehungsweise eine feste Struktur, gesellschaftliche auch Struktur verstehen. Also kann man schon also sagen, dass das sehr auch diese Begrifflichkeiten sehr so eben kulturanthropologisch auch so angesiedelt sind oder verankert sind. Und dann der Victor Turner ist sozusagen ein Ausgangspunkt. Aber natürlich die Fragen, die wir uns stellen, beziehen sich nicht auf die Gegenwart von Victor Turner, sondern tatsächlich auf heute. Und das muss jetzt erkannt werden. Wir haben Begriffe, aber was ist das Material für uns, also für die Erforschung dieser Fragestellung? Das ist nur so ganz kurz, also um das zu klären, dass das absolut diese und ist nicht gedacht als Gegensatzpaare, also Krise und Communitas, genauso wie Theater und Communitas, als eine Art von Alterität dieser Krise und Communitas. Also kann man sagen, Theater ist immer Krise, also das kann man ja auch so formulieren, aber natürlich kann man sagen, Theater ist auch Communitas, also in dem Sinne. Also deswegen, also ich werde nicht sagen, dass das um einen Gegensatz hier geht. Und natürlich haben Sie recht, also das Kollektive bzw. die Kollektivität ist noch was anderes als die Gemeinschaft und die Community und Communitas.
aber warum nicht, also einfach ganz viele Begrifflichkeiten ja auch so in den Raum einfach zu sprengen, um zu gucken, also wie das funktioniert, wie man damit ja auch anhand von einem konkreten Material auch umgehen kann. Das ist nur so meine kurze Antwort, aber vielleicht kann mich dann noch jemand was dazu sagen. Gut, wenn nicht, dann vielleicht kommen noch die anderen Fragen, aber jetzt habe ich noch eine Bemerkung auch von Maren Rieger. Also Show Me Good Time steht als Spruchband im Raum und das wird auch auf den Raum bezogen. Ich weiß es nicht, ob Sie das noch erläutern möchten, also ob das nur so ein Kommentar war. Naja, es ist kein, weil Sie... Also Sie haben ja von der Räumlichkeit auf eine Zeitlichkeit wechseln wollen und also mal abgesehen davon, dass Show Me a Good Time eindeutig auf den Raum sich bezieht und im Raum steht, ganz physisch und auch sich drauf bezieht, zum Beispiel auf die Zusammenarbeit mit dem Lichttechniker, sozusagen, dass ein Eigenleben entwickelt. Auch, dass der Lichttechniker spielt in Anführungszeichen und die Freiheit hat, wenn er das Gefühl hat, er könnte hier, das ist eine der Spielregeln, ja, dass er eingreifen könnte, wenn er das möchte. Und von daher ist es für mich eindeutig auch auf den Raum bezogen. Das ist für mich nicht, es ist wie Communitas ja auch als Effekt in einer Raumzeitlichkeit entsteht und wieder vergeht. Ja, das ist, hat ja eine Flüchtigkeit. Und in einer liminoiden Situation wie im Theater. Ja. Mhm. Danke. Jetzt Max, erstmal der Kai Badberg. Vielleicht können Sie die Frage selbst formulieren und dann Max Glauner als Nächster. Ja, ich kann jetzt, also genau, ich kann vielleicht noch kurz was kommentieren zu der Frage. Genau, ich habe die reingeschrieben, weil ich mich auch so ein bisschen mit Blick auf jetzt das Show Me a Good Time gefragt habe oder auch so, wie denn wo denn sozusagen das Gemeinschaftliche in diesen Produktionen auch den Digitalen entsteht und sozusagen aus meinen eigenen sozusagen Erfahrungen und Forschungen, die ich jetzt im Rahmen des Extended Audiences Projekt gemacht habe, war so ein Erfahrungswert von mir, dass es für die digitalen Theaterformate auch sehr stark von der Plattform und den Technologien, die dort benutzt werden, abhängt. Und dass es total der Unterschied ist, ob wir uns zum Beispiel jetzt, wie wir das hier gerade machen, in einem Zoom-Raum treffen, wo man einzelne Gesichter vielleicht noch dazu hat, oder ob man das, wie das bei Show Me a Good Time war, ich vor allem dieses Video vor mir habe, aber jetzt erstmal auch für die Performerinnen und Performenden erstmal unsichtbar bleibe. Und ich fand, für mich haben zum Beispiel die Momente von einem, sagen wir jetzt erstmal von einem Gefühl der Gemeinschaftlichkeit sich vor allem dann hergestellt, wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit hatte, okay, es gibt ja diese Momente, jetzt schickt mal eine Nachricht, ruft mal an. Eine Mitarbeiterin bei uns im Projekt ist, glaube ich, zu einem Aufruf mitten in der Nacht dann auf den Alexanderplatz gefahren. Also sozusagen, wo die Möglichkeit war, in diesen Austausch, diese Beziehung zwischen Bühne und Publikum, die ja sonst auch zumindest, würde ich sagen, eine etwas andere ist bei Show Me a Good Time, die nochmal, wo die Momente war, wo die nochmal sichtbar gemacht worden sind oder für mich auch erfahrbar als Zuschauer. Und deswegen fand ich es interessant zu wissen, jetzt so vielleicht vom Hau, jetzt wo ihr auch diese digitale Bühne eingerichtet habt mit dem Hau 4, gibt es denn Technologien, die sich da vielleicht jetzt schon raus, bestimmte Software-Plattformen, wo ihr sagt, das sind die Momente, da erreichen wir unser Publikum, da haben wir das Gefühl, da spüren wir am ehesten dem nach, was wir sonst jetzt gerade so vermissen in dieser Zeit, wo wir nicht mit unseren Körpern in einen Raum kommen. Gibt es da vielleicht auch Sachen, wo das Haus sagt, okay, da haben wir die Lizenzen von der einen Technologie schon gekauft und die können wir euch den unseren arbeitenden Gruppen zur Verfügung stellen? Das würde ich jetzt auch gerade, weil wir ja vorhin auch gefragt haben, welche Tendenzen zeichnen sich vielleicht ab? Und da würde mich noch eine Frage, und das ist jetzt auch so mein persönliches Interesse, noch mit interessieren, wie, das hatte ich glaube ich ganz unten auch gefragt, wie, in welchem Verhältnis stehen wir denn
oder stehen, sehen sich die Theaterschaffenden vielleicht auch zu bestehenden sozialen Netzwerken? Genau, also ich habe Show Me a Good Time damals im Großteil auf einem, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das kam, aber ich hatte einen YouTube-Link, der mir dann irgendwie relativ kurzfristig, weil ich technische Probleme hatte, geschickt wurde, ist, glaube ich, von dem Ticketing und habe mir das da angeguckt. Und das ist natürlich schon eine Plattform, die einfach sehr stark vorkodiert ist. Da laufen Filmtrailer, irgendwelche Katzenvideos und. Ne? Also das ist schon ein Raum, der ist irgendwie auch durchaus, den gibt es schon vorher. Und da würde mich einfach mal so interessieren, wo verortet, also jetzt so auch das Haus sich da und gibt es vielleicht auch schon Erfahrungswerte, die ihr da gemacht habt, wo zumindest so dieses Gefühl der Communitas auch am ehesten noch entstehen kann. Genau, weil ich das bei Show Me Good Time auch hatte, aber ich fand, das ist immer sehr, also es musste immer wieder hergestellt werden. Das fand ich zum Beispiel für mich so ganz interessant an dieser sehr langen Performance. Ja, danke schön. Ja, wir sind jetzt dabei, auch wirklich eine eigene Plattform, wenn man so will. Ich bin da jetzt nicht ganz so in diesen, wenn ich da einen Fehler mache, in diesen technischen Begriffen, bitte verzeiht mir das. Aber auf jeden Fall wird es ein eigenes, wir sind mit dieser Firma, die auch unsere Website gebaut hat, im Gespräch, dass die für Hofia eine etwas baut. So. Und das wird dann eben auch mit anderen Möglichkeiten, also wenn sich da eröffnen für die Arbeit mit den Künstlerinnen und auch wie wir dann als Haus, also dass man eben nicht von YouTube und dem Chat und was da alles ist und so, dass man da andere Möglichkeiten einfach hat und das auch nochmal anders als Teil des Hauses sich begreifen lässt und dem, was wir da vorhaben. Und wie gesagt, das ist eben jetzt alles noch sehr am Anfang. Wir hatten insbesondere, das wundert mich nicht da mit dem YouTube-Link und dass das nicht geklappt hat, große Probleme eben auch, weil wir hatten eine Bezahlschranke drin und Reservix, unser Partner in dem Falle, war überhaupt nicht darauf vorbereitet, Online-Tickets zu verkaufen. Das ging nur begrenzt und wir mussten da händisch mit den Kassenleuten was machen. Das sind ja alles Dinge, die sind überhaupt noch nicht wirklich sozusagen eingeführt und dadurch war auch einiges sehr schwierig. Jetzt sind wir gerade bei drin geblieben. Das ist so eine andere Plattform, wo man sehr viel einfacher Tickets auch anbieten kann. Und das sind alles jetzt so Schritte, ne, wo man sich annähert und wo es auf jeden Fall, das ist natürlich richtig, das spielt eine große Rolle, welche Plattformen stehen einem da zur Verfügung und wie kann man diese künstlerischen Prozesse dann auch in so einer Form sichtbar machen. Also das ist ein wesentlicher Punkt auch jetzt der Arbeit, da einen Schritt weiterzukommen. Danke. Jetzt vielleicht der Max. Ja, also nee, freut mich sehr, dich über die Distanz Zürich-Berlin, ich weiß nicht, wo du bist, wiederzusehen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Danke für den Vortrag. Ich fand das sehr spannend. Und was mir dazwischen gekommen ist, sind einfach so zwei Begriffe. Das eine ist, dass ich mich an eine letzte Gobsquad-Produktion in Podeville erinnern kann. Das muss, ich weiß nicht, wann war das? Und zwar war das eine wunderbare Wohlfühllandschaft, partizipativ, in die wir eingeladen waren, also das Publikum. Und dann hieß es, alles ist jetzt zu Ende. Wir gehen auf die Straße raus. Und damals gab es offensichtlich erste Übertragungsmöglichkeiten von draußen nach drinnen. Also die Akteure von Gobsquad, Barrett, sind raus und haben dann nach innen übertragen. Und alle waren vor den Kopf gestoßen. Jetzt waren wir endlich mal zusammen und das, was da von draußen nach drinnen übertragen wurde, war aus Kritikeraugen dürftig. Ne? Was mir dabei eingefallen ist, ich weiß nicht mehr den Titel, aber es war sicher ein Vorläufer
zu Super Night Shot. Und klar war, ähnlich wie beim Theater von Frank in den 90er, also von Castorf in den 90er Jahren, es ging um Subversion. Es ging darum, sozusagen verabredete Codes zu destruieren, etwas Neues auf die Bretter zu stellen, und keiner wusste so recht, wohin das geht. Ein Riesensprung jetzt zu heute. Aus dieser Subversion oder Substruktion neuer Strukturen entsteht nun auf einen Schlag mit Corona und dem Digitalen, den neuen Medien, über die zu wenig nachgedacht wurde, und jetzt in Dortmund dieses europagestützte Initiativprojekt über Digitalisierung des Theaters, über Transformation nachgedacht wird. Und mir scheint eines noch sehr unausgemacht und ein großes Fragezeichen, wie aus dieser, ich nenne es mal Substruktion, auch von Communitas auf der einen Seite, was ja nichts anderes heißt als Gemeinschaftlichkeit, ja, und noch keine Gemeinschaft im Sinn von einer politisch aktiven oder irgendwie organisierten, temporalen Gemeinschaft hinausgeht, ja, wie da eine Konstruktion einer ästhetisch-politischen Gemeinschaft hergestellt wird. Das ist grammatisch jetzt, glaube ich, nicht ganz klar gewesen. Aber ich denke mal, diese Subversion versus Konstruktion ist eine Problematik, die im Moment ziemlich hängt. Ja. Es geht ja zum Beispiel nicht nur darum, Communitas herzustellen, sondern über die Kommune hinaus ein Kollektiv oder eine Öffentlichkeit zu konstituieren, die demokratisch verhandelt und bla bla bla, über diese bloße Partizipation hinausgeht. Und das ist ein Leck, das ich momentan natürlich nicht nur bei Gobscott sehe, sondern insgesamt bei dem, was im Moment läuft. Das war mein Statement. Jetzt sollte ich vielleicht eine Frage noch anschließen oder sowas. Enne, wie siehst du das jetzt mal so über diese Kilometer weg? Ich bin auch in Berlin, so ist es nicht. Weiß ja nicht, wo du Nein, ich bin in Zürich. Ich bin in Zürich. Also, macht aber nichts. Nee, aber naja, ich kann mich da jetzt nicht so theoretisch vertiefen, glaube ich. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann über Gobscott ist, dass, diese Sehnsucht danach, das Außen und das Draußen und das Drinnen zu verbinden. Mhm. Bei The Great Outdoors hieß das damals, das war 2001 in Podewil. Ja, und da hatten sie natürlich sehr schlechte technische Bedingungen auch und so weiter. Aber es war auch eben diese Sehnsucht, wir gehen da jetzt raus. Wir wollen immer nicht diese isolierte Kunstszene nur um uns herum haben. Du weißt nicht, wie verlassen wir da drinnen plötzlich waren. Ne? Ja. Da waren wir drin und wollten uns massieren lassen, und dann gehen die raus und dann hängen wir da. Ne? Und so ein bisschen stehen wir da ja heute auch. Ne? Entschuldigung. Nee, auf jeden Fall würde ich denken, das geht mehr, also die Motivation, das zu tun und auch immer wieder, also jetzt ja ganz klar in Show Me Good Time, das Publikum sich woanders zu suchen, das hat ja einfach auch einfach ganz klare Gründe. Und damit wurde eine Arbeit verbunden, und die wurde dann gemacht. Weil was soll man denn jetzt ohne Publikum dann im Theater machen? Und insofern finde ich das auch Aber ich mal wieder gut. Entschuldigung, wenn ich dich da nochmal unterbreche. Mir schien das damals eine mediale Versessenheit. Ja? Man hat uns wirklich da drin hängen lassen. Ja? Beziehungsweise die Community, die sich da gebildet hat,
der wurde angeraten, sich das anzutun oder eben vielleicht auch rauszugehen. Die Handlungsanweisung war nicht ganz klar. Und ich fand das damals toll. Ich bin nach wie vor Fan, absolut von dieser Arbeit. Aber ich denke, dass da in einer gewissen Weise ein Denkfehler in der ganzen Sache liegt. Sprich, dass man vielleicht technikaffin und technikversessen da einer Sache aufgesessen ist, die in den Konsequenzen, die da sind, nämlich dass man verlassen wird und glaubt, alle Folgen dem, dass das sich heute rächt. Ja? Also rächt jetzt im konventionellen Stadttheater darin, dass alle glauben, unsere Darsteller sind so super, ja, dass dem gefolgt wird. Man muss nur Eidinger ablichten oder Waschke ablichten, dann funktioniert das. Das hat jetzt mit Gobsquad gar nichts zu tun, aber es ist insgesamt im Betrieb, in dem Gobsquad dann auch wieder drin ist, ein Problem, das genau zwischen dieser Konstruktion und Subversion der ganzen Sache drin ist und wo ästhetisch und vor allem inhaltlich nichts geboten wird. Nichts geboten wird, außer der Beschwörung einer Gemeinschaft, die nicht da ist, sondern nur eine Repräsentation der Repräsentationsbedürfnisse einsamer Menschen, die Dostojewski gelesen haben und ihren Shakespeare zu Hause stehen haben und irgendwie einmal im Monat vielleicht ins Kino gehen. Und das nach der Pandemie nicht mehr tun werden, weil sie alle irgendwie denken, ich habe 12 € für Netflix bezahlt. Darüber wird viel zu wenig nachgedacht. Und ihr könnt sagen, also Gobsquad kann sagen, wir waren ganz vorne dran. Das postdramatische Theater ist das postpandemische Theater. Ja, aber das hängt ja eben auch damit zusammen, dass es eine andere Praxis hat. Also die Praxis schließt ja sozusagen das doch in vielen Ensembles, zumindest im Stadttheater, vorherrschende Dienstleistungsprinzip und all solche Fragen schließt es ja aus. Also das meinte ich vorhin mit der anderen Form von Autorschaft. Insofern ist die Bedingung, sich damit auseinanderzusetzen, was den eigenen Alltag ausmacht, aber nicht um da in eine Authentizitätsfalle zu tappen, sondern um ein kommunikatives Moment herzustellen. Ja, vielen Dank also für deinen Kommentar auch, Max. Also ich würde sagen, also eigentlich zu 90% stimme ich dir zu. Und ich würde sagen, das ist ja auch vielleicht viel mehr interessant, also interessantere Aufgabe sozusagen über die Gemeinschaft, die es nicht gibt, zu reflektieren, als die zu definieren, weil da sind wir noch nicht so weit, glaube ich, auch mit allen diesen nicht nur ästhetischen, sondern tatsächlich politischen Fragen, die das Gemeinschaftliche auch betreffen. Aber ich würde vielleicht noch mal darauf zu sprechen kommen später, weil wir haben jetzt ganz viele Meldungen und ich würde gerne auch alle reinlassen, sozusagen, dass sie sich äußern können. Ich habe jetzt hier auch die nächste Meldung von Flampert, wenn ich das richtig lese. Brauchen wir noch dein Audio? Hallo?
Unten auf der linken Seite gibt es so ein Zeichen, stumm schalten, und kann man das on oder off machen. Okay, gut, vielleicht später. Entschuldigung, ich wollte gerade was in den Chat schreiben und musste mich kurz konzentrieren und habe darum auf stumm, alles auf stumm geschalten. Dann weiß ich jetzt gar nicht, wo wir gerade dran sind. Okay, ich dachte, also du hattest so einen Kommentar und du wolltest es ja auch mit uns teilen. Vielleicht können wir jetzt so ein bisschen beiseite lassen, auch den Chat, und dann einfach wirklich zusammen diskutieren, wenn das okay ist. Also. Genau, ich glaube, den Kommentar, ich denke, es geht da ja um den Raum, der für mich persönlich beim Anschauen sehr wichtig war. Ich glaube, da waren wir ja schon mal, oder darüber habe ich ja kurz schon gesprochen. Ist mir einfach auch so gegangen, als Sie von dieser Zeitlichkeit, oder dass es ihn vor allem auf die Zeit verschoben, als Sie davon gesprochen haben, ging bei mir gerade so die Erinnerung wieder los, dass ich zwar die Zeit als Thema sehr wahrgenommen habe, aber eben auch strukturierendes Merkmal, für mich aber im Sinne von diesem Gemeinschaftlichen, diesem Co-Präsenten, für mich das Räumliche und vor allem die Distanz wichtiger wurde. Mhm. Aber auch, dass der Performende, bei mir war es ein Performer, im Bühnenraum war, immer wieder auf das verwiesen hat, was da fehlt, auf die Funktion des Raumes jetzt und vor 150 Jahren. Also für mich war das Räumliche sehr, sehr präsent. Und da jetzt auch kurz noch anschließend, ich habe seit ein paar Wochen auch in Diskussionen über Theater im digitalen Raum einen Begriff präsent, der zuerst einmal sehr einfach erscheint, aber mir sehr hilft, und zwar ist das die digitale Kopräsenz, weil wir ja immer von der körperlichen Kopräsenz als eigentlich konstituierendes Merkmal des Theaters ausgehen. Und dann ich persönlich sehr oft immer die Theater im digitalen Raum so gedacht habe, so, wie soll ich das sagen, ich gehe von der körperlichen Kopräsenz aus, und was ist jetzt nicht mehr möglich? So, wenn ich aber von einer digitalen Kopräsenz, wenn ich einfach von dem Begriff digitaler Kopräsenz aus denke, kann ich dann plötzlich befreiter und offener denken. Was ist denn digitale Kopräsenz? Was bedeutet das? Was strukturiert das? Und was ist jetzt möglich? Oder was ist jetzt halt die Form dieser digitalen Kopräsenz? Was bedeutet das für ein Moment oder eine temporäre Gemeinschaft? Und was sind die Bedingungen? So nicht einfach nur, also für mich war es hilfreich, nicht einfach nur in Abstrich von körperlicher Kopräsenz zu denken. Mhm. So, auch noch ein Statement hier heute. Danke, danke. Super spannend auch. Vielleicht Emanuel Böhler. Ja, genau. Also für mich war es beim Schauen dieses Stückes von Show Me a Good Time von Gobscott so, dass ich das Gefühl hatte, als Zuschauer nicht wirklich Teil von einer Gemeinschaft zu sein, weil ich nicht meine spontanen Reaktionen mitteilen konnte. Also einerseits dem Publikum, meinem Mitpublikum, aber auch den Performern, es war wie nicht möglich, ein Feedback zu geben. Zum Beispiel wie in einem Theaterraum, wo ich auch da bin, in einer eben räumlichen Kopräsenz. Und ich habe mich einfach gefragt, inwiefern ist es überhaupt möglich, in diesem Format von einem Livestream so etwas herzustellen, so eine Möglichkeit für eine Feedbackschleife. Aber da haben ja auch schon Leute geantwortet im Chat, und da fand ich auch, gab es ziemlich spannende Vorschläge. Und auch gerade jetzt dieses Format, das wir nutzen, dieses Zoom, bietet ja schon einigermaßen eine Art
Möglichkeit, da ein Feedback zu geben, aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn man in einem Raum ist zusammen und dann sehr spontan sich räuspern kann. Das kann ja auch alles auf einer anderen Ebene passieren, so ein Feedback, das muss ja nicht sprachlich sein oder visuell. Und diese Komponente, die fehlt mir einfach. Ja, und also meine Frage ist eher so im Digitalen, was für technische Möglichkeiten und Formate könnte man noch weiter ausloten im Theater? Genau. Ja, sehr spannend, vielen Dank. Möchte das jemand vielleicht nochmal kommentieren? Also das, was jetzt auch von Emanuel Böhler ausgeführt wurde. Ich habe leider also diesen Chat jetzt nicht verfolgt, weil ich Ihnen zugehört habe. Aber ja, Kai Pattberg. Ja, das ist vielleicht so eine, sind ja so ein paar sehr spannende Grundfragen, die jetzt auch nach der Frage von, was heißt Kopräsenz im digitalen Raum, wo ist diese Feedback-Schleifen, die wir für das Theater irgendwie noch so als ein essentielles Moment, was irgendwie auch das Theater eben auszeichnet und uns ja auch abgrenzt zu vielleicht anderen Medien, vom Film und Ähnlichem. Und ich würde sagen, dass diese Formen von Feedback-Schleifen und auch die Möglichkeiten, sich als Publikum auszudrücken, sehr stark verändern im digitalen Raum und auch neue Zeitlichkeiten erfahren. Um jetzt mal zum Beispiel jetzt auch bei Show Me Good Time zu bleiben. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe es nicht alleine geguckt, das hat es so ein bisschen einfacher gemacht, aber ich habe mich auch schon oft eher so ein bisschen einsam auch gefühlt, als ich das geguckt habe. Und dann gab es aber ja immer diese Momente, wo man sozusagen es wurden ja sozusagen diese Momente der Feedback-Schleife, die waren für die digitale Theaterform, würde ich sagen, verhältnismäßig auch, waren regelmäßig gesetzt, aber sie waren nicht die ganze Zeit präsent. Also es waren diese Momente von, ich kann anrufen, ich kann Nachrichten schicken, die werden auch vorgelesen. Also auf einmal merke ich kann den Einfluss nehmen, womöglich auf das, was da geschieht. Ich würde allerdings sagen, dass die Feedback-Schleife an sich sehr viel anderen Steuerungsmechanismen unterliegt im digitalen Raum. Es ist zum Beispiel eine totale, und auch, sie kann auch relativ wenig passieren. Also wenn ich zum Beispiel den Live-Chat, man kann den sozusagen von Produktionsseite aus, man kann den auf relativ vielen Plattformen deaktivieren. Und zum Beispiel auch den Hintergrund, dass wenn, das, so wie wir das hier gerade gesehen haben, meine Aufmerksamkeit diffundiert zwischen dem, was wird gesagt, was wird geschrieben, ich muss lesen. Und wir leben ja auch noch in dieser, also es gibt ja schon noch dieses Bild von der künstlerischen Autorität, die möglichst viel Aufmerksamkeit auf das Geschehen auf der dann vielleicht digitalen Bühne lenkt. Und da ist natürlich so ein Live-Chat, gerade wenn er viel im Betrieb ist, verändert meine Art Aufmerksamkeit. Ich würde allerdings sagen, was da spannend sein kann, ist, dass ich aber vielleicht genau in diesen Momenten Gefühle der Gemeinschaftlichkeit herstellen lassen können, weil ich zum Beispiel sehe, auch andere zur selben Zeit sehen dasselbe wie ich und reagieren da drauf. Das Ding ist, ich kann nur ihre Schriftlichkeit wahrnehmen und ich kann mich selber in dieser Schriftlichkeit ausdrücken. Auch für die Performerinnen und Performer ist es total schwierig. Also ich habe Performances gesehen, zum Beispiel mit einer digitalen Lesung. Da lief parallel auch so ein Chat. Und für die ist es so ganz, also für die haben das großteils ignoriert und da, beziehungsweise wenn sie es mitbekommen haben, war es so, hat sie eher aus dem Konzept gebracht. Und ich glaube, Doris Kohlisch hatte ja auch geschrieben, wenn wir diese das sind halt auch Kommunikationsformen, die aus anderen gesellschaftlichen Räumen stammen, die jetzt eher weniger dem Theater eigen sind, die jetzt in das Theater zum Beispiel in so einem Chat einwandern. Also im sozialen Netzwerken, bei YouTube-Livestreams wird viel mehr geschrieben und auf einmal ist das Publikum viel unruhiger, würde ich jetzt sagen, als wenn es vielleicht im Hau in einem abgedunkelten Raum noch sitzt. Es gibt natürlich auch Performances, wo das Publikum auch sehr eingeladen wird, sich auszudrücken und auch nicht nur sozusagen aus der Rolle des stummen Zuschauers auszubrechen, das weiß ich, aber das, glaube ich, ist so ein bisschen für diese Feedback-Schleife. Aber ich glaube, so die Art, wie diese Feedback-Schleifen funktionieren, ist sehr, sehr unterschiedlich, hängt von der Plattform ab und ist auch vielleicht von neuen Medialitäten und von neuen Zeitlichkeiten geprägt. Und da sind wir, glaube ich, sind die Theatermachenden auch gerade noch am rausfinden, was sind da die spannenden Formen von Zeitlichkeit, wo habe ich auch das Gefühl, das hat einen Mehrwert. Also warum gucke ich jetzt nicht Netflix, sondern gucke mir diesen digitalen Stream an? Und da wäre ja natürlich auch die Frage, wo haben wir das Gefühl, erfahren wir hier wirklich noch sowas, also wo
wo finden wir diese Momente der Gemeinschaftlichkeit spannend? Ich fand ja bei Show Me a Good Time auch gerade interessant, dass ich wirklich auf mich selber wieder so alleine zurückgeworfen war. Also das fand ich war auch eine Qualität gerade von dieser Arbeit, die mich immer wieder angesprochen hat und mich so ein bisschen dieses diese Zeit auch im Lockdown und wir sitzen alle alleine zu Hause, genau diese Erfahrung. Aber damit ich auch sozusagen wusste, es ist nicht nur diese Erfahrung, gab es eben diese kleinen Momente, wo ich dann doch eingeladen wurde, werd aktiv, schreib eine SMS oder ähnliches. Das vielleicht jetzt mal von mir als so einen Eindruck zu dieser ganzen Debatte, wie kann Co-Präsenz auch im digitalen Theater gedacht werden. Und ich glaube, da müssen wir noch viele Begrifflichkeiten auch schärfen und um diese Formen auch adäquat beschreiben zu können. Aber ich glaube, es gibt sie. Ja, oder die auch verwerfen und neue auch ausdenken. Das ist ja auch eine wichtige Frage, glaube ich. Aber Entschuldigung, da haben wir noch zwei Meldungen. Maren Rieger und dann Laura Laupi. Ja, so. Ja, vielen Dank. Ich würde nämlich ganz gern wirklich auf diese sogenannte Feedback-Schleife kurz eingehen und sagen, die hat ja was mit einem bürgerlichen Illusionstheatermechanismus zu tun, ja. Und ist die Frage, wie wünschenswert diese Konzentration, diese Feedback-Schleife überhaupt, also gibt es die überhaupt? Ist die eine Konstruktion, die wir dann wahrnehmen? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mal an ganz andere Theaterformen denke, wo das Publikum kommt, also schon allein kommen und gehen, oder historische Theaterformen im Feudalismus etc., wo das Publikum mit auf die Bühne kommt und sein Kostüm zeigt etc. Also ich glaube, diese Feedbackschleife, wenn es sie denn erstrebenswert sein sollte, ja, dann hat sie wirklich was mit einem bürgerlichen Illusionstheatermechanismus zu tun. Und die Frage wäre ja genau interessant, was passiert eigentlich, wenn diese sogenannte Feedbackschleife gestört wird, wenn die tatsächlich zur Debatte steht und wenn diese Fragen, die wir jetzt gerade auch stellen, die Sie auch stellen, oder die Frage der digitalen Teilhabe virulent werden. Und zwar nicht nur als Zoom-Bombing, sondern in der Tat, ja, also diese Chat-Funktion zum Beispiel. Was heißt das auch für mich als Darstellerin, wenn ich eben nicht mehr von der Aura des Publikums meine Futter bekomme, der Präsenz, ja, sondern wenn ich für die Kamera spiele, wohlwissend, dass, also das ist eine ganz andere Form des Auftretens, wenn ich für die Kamera spiele, als wenn ich vor Menschen in einem Raum, den ich mit ihnen teile, stehe. Aber ich würde sagen, also ganz kurz, vielen Dank für deinen Kommentar, aber ich würde sagen, das ist ja auch ein anderer Beruf dann, ne, dieser Schauspieler oder dieser Performer. Ne? Also kann man ja auch das vielleicht nochmal umdefinieren, weil also einfach die Schauspieler bzw. die Performer, über die du jetzt redest, also die müssen ja auch anders trainiert werden. Ne? Also weil das ist nicht so, dass man einfach so vor Kamera steht. Ne? Und das merkt man ja auch. Die meisten Produktionen, die auch für mich zum Beispiel live gestreamt werden, die haben ja auch diesen Lack oder diesen Mangel eben, dass die Schauspieler, die meisten, die werden meistens aufgezeichnet. Und die können ja auch diese Konkurrenz mit dem Medium, mit dem digitalen Medium gar nicht gewinnen, weil sie auch anders trainiert sind, eben für die körperliche Präsenz. Da muss ich ganz kurz ein Veto einlegen. Ja. Das ist nicht so. Erstens mal sind unsere Kolleginnen und Kollegen Schauspielerinnen, ich bin tätig in der Ausbildung, ja. Die sind sehr wohl trainiert für Kameras, für Kameraspiel. Und das ist nicht der Unterschied, auf den es ankommt. Ob da steht schon immer eine Kamera irgendwann mal im Zuschauerraum, nimmt eine Totale auf oder auch jetzt zum Beispiel 360 Grad Performances von der Volksbühne etc. Und also das ist nicht der Unterschied. Und das müssen, da gibt es auch keine Forced Entertainment kann bei End of, ja, nicht besser performen als eine Schauspielerin, die jetzt in einem Ensemble anderswo steht. Das ist nicht die Differenz. Ich glaube, das ist schon eine andere Kamera. Aber gut, Laura? Ja, vielen Dank. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das noch passt, aber mir ist bei der ganzen Diskussion
immer wieder der Begriff der Konsequenz in den Sinn gekommen. Der ist mir jetzt im Studium immer mal wieder begegnet, welche Konsequenz die Handlung hat. Also gerade in Bezug auf die Feedback-Schleife oder auf Feedback im digitalen Raum, wie hat das Konsequenz, was ich tue? Hat mein Beitrag in diesem Live-Chat eine Konsequenz und wie steht das im Verhältnis zu einer möglichen Konsequenz, die mein Räuspern in effektiver physischer Kopräsenz hat? Und ich glaube, damit sind wir ja in verschiedenen Kontexten, nicht nur im Theater, konfrontiert mit der Frage, wie unsere digitalen Auftrittsmöglichkeiten oder kommunikativen Möglichkeiten, was für Konsequenzen die haben und wie ich mich da auch als selbstermächtigtes Subjekt spüren kann, indem meine digitale Handlung Konsequenz hat. Und ich glaube, da gibt es auch eine Chance, gerade in Bezug auf die Frage, möchten wir dieses bürgerliche Illusionstheater, diese Feedbackschleife auf diese Art überhaupt? Mhm. Genau. Danke dir. Miloš? Ich wollte nur kurz was einwenden. Ich finde auch wir sind jetzt langsam zu dieser Frage der medialen Konstellationen gekommen, oder? Also was es heißt, jetzt digital kopräsent zu sein und was jetzt der Film für eine Rolle spielt, was eine Filmkamera für eine Rolle spielt. Ich wollte nur sagen, wofür die Schauspielerinnen bzw. Performerinnen definitiv nicht trainiert sind, ist eine digitale Antwort, könnte man sagen, oder sozusagen eine digitale Intervention, da eigentlich die Antwort, also die Schleife, die funktioniert ja mit dann Bild oder mit dann Ton oder mit Text, aber eben nicht mit Code, nicht mit den Zahlen, nicht die Performerinnen sind keine Hackers. Und die fehlende Eindruck der Kopräsenz, denke ich, liegt darin, dass es für ein digitales Medium dann auch eine digitale Fähigkeiten braucht, mit denen man dann kommunizieren könnte, also sozusagen die Sprache des Digitalen auch zu sprechen. Und das kann ich mir irgendwie vorstellen, wie das laufen könnte oder welche Plattformen jetzt die Theaterinstitutionen anbieten könnten oder sollten für eine solche Eröffnung der Möglichkeit der Intervention, wären dann so Computerspielräume oder sowas, wo man dann sozusagen digital interagieren könnte in einer Art Simulation. Aber die Frage dabei ist natürlich, ob das dann trotzdem eben nicht eine abhängige Aktion oder Reaktion oder Sprache von einer schon vordeterminierten Sprache. Aber damit sind wir auch in dem Theater, in der realen Welt sozusagen auch ständig konfrontiert. Also die Reaktion des Publikums oder die Antwort des Publikums ist da auch bereits kodiert durch irgendwelche kulturelle Codes oder sprachliche Codes. Also, aber ja, da würde ich einen Ausweg sehen oder in der aus dieser Problematik. Danke. Judith? Ich würde gerne noch kurz was sagen zu diesem Thema mit der Konsequenz. Ich habe mir da nämlich heute erst Gedanken darüber gemacht und ich glaube, so wie das Kai Pappberg vorhin auch schon angesprochen hat, es ist wie im richtigen Theater, es steht und es fällt mit dem Medium, über das wir kommunizieren, ob es einen Chat gibt oder nicht, ob der gelesen wird oder nicht, ob interagiert wird, ob es den Moment von Partizipation gibt oder eben nicht. Weil in einem ganz normalen Vierte-Wand-Theater, wo die Zuschauenden die SchauspielerInnen auf der Bühne wahrnehmen, aber andersrum eben nicht, kann es mehr oder weniger sogar fast egal sein, was die ZuschauerInnen machen oder nicht machen. Aber in manchen partizipatorischen Theaterformaten steht und fällt es damit, wie das Publikum mitmacht, wie es mitagiert. Und das habe ich, ich habe zusammen mit Kai Pappberg sehr, sehr, sehr viele digitale Theaterformate konsumiert im letzten Jahr und dieses Jahr. Und ich kann sagen, Konsequenz ist für mich, dass in vielen Formaten
die Verantwortung, vor allem auch auf der Seite der Zuschauenden, immens gestiegen ist. Zum Beispiel kann ich ein Beispiel nennen von der Gruppe Machina X. Die hatten mehrere Theaterstücke, die eigentlich mehr oder weniger nur über Telegram stattgefunden haben, über Chats. Ich kann das kurz erläutern. Wir waren dann mit 3-4 Personen, Zuschauenden in einer Telegram-Gruppe und wir wurden sozusagen über eine KI, also eine künstliche Intelligenz, durch dieses Stück geleitet. Und gerade bei dem zweiten Stück hat da sich die Hälfte meiner Gruppe einfach verabschiedet. Und ich war dann alleine mit einer weiteren Person und an uns beiden hing es dann sozusagen, unser gemeinsames Erleben zu kreieren. Und wäre die andere Person oder ich, während wir ausgeschieden, dann keine Ahnung, was dann passiert wäre, aber dann wäre das höchstwahrscheinlich an der Stelle für uns vorbei gewesen. Oder ein anderes Beispiel war auch, das habe ich erst vor ein paar Wochen gesehen, vom Bruttheater in Wien, ein ganz empfehlenswerte Theaterproduktion, Goodbye Kreisky. Da war es auch wirklich so, dass von meinem Empfinden das, was wir als Feedbackschleife bezeichnen, enorm intensiv war. Also ohne die Entscheidungen der zuschauenden Teilnehmer wäre in diesem Stück nichts gelaufen. Und im Endeffekt haben wir uns das Stück dann auch so ein bisschen vereinnahmt und wir haben das auch so ein bisschen überrollt und an uns genommen. Und das lag natürlich auch in unserer Verantwortung. Also das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, die Frage, wer hat hier wo Verantwortung? Und um zum Anfang nochmal zurückzukommen, natürlich steht und fällt das mit den technischen Möglichkeiten, mit den Gegebenheiten, mit der Plattform, ob nun Zoom, ob Chat, ja oder nein. Ja. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, also in Bezug darauf, was du gesagt hattest, Judith, an Anne Quiñones. Also haben Sie Interesse an solchen Formen, an solchen eben Beispielen, die jetzt also von Judith so mit einbezogen worden sind in die Diskussion? Zum Beispiel eben, das ist übrigens auch so ein gutes Beispiel, um das irgendwie zu bestätigen, was ich vorher gesagt habe. Das ist schon ein anderer Beruf, also wenn der Performer nur Chat, also Chat bedient sozusagen, als jemand, der auf der Bühne steht und irgendwie physisch interagiert. Ich würde sagen, also das Machina X-Projekt ist ja auch eins, was wir gezeigt oder immer wieder jetzt zeigen. Es ist sehr beliebt, das ist dieses Telegram, was da benutzt wird. Wir sind ein breit aufgestelltes Team, wir können uns ein bisschen aufteilen. Ich finde das generell interessant, diese ganzen Fragen, aber es gibt auch Kolleginnen, die sich da, glaube ich, jetzt im Moment gerade mehr mit beschäftigen und die da auch einen ganz anderen Einblick jetzt haben als ich gerade. Wir haben jetzt zum Beispiel Ende März ein Festival, Spy on Me. Das hatten wir schon, auch als der Lockdown losging, die erste Folge davon, das geht jetzt weiter. Also diese Themen sind auf jeden Fall auf der Tagesordnung und wir müssen da auch ein bisschen arbeitsteilig vorgehen, um da auch ein bisschen eine Kompetenz dann jeweils da zu entwickeln, weil das ja wirklich auch fürs Theater, wie das jetzt hier auch schon nochmal so deutlich wurde und auch beschrieben wurde, sind einfach auch neue Prozesse. Und ich finde, an bestimmten Punkten, es gab mal eine ganz interessante Beobachtung bei Roomservice von GobSquad, da war das ja also sozusagen diese ganz reale Rückkopplung durch das Telefon. Und diese Produktion, die ist auch schon in den Nullerjahren meines Erachtens, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, entstanden. Die ist jedenfalls schon älter, also das, was ich vorhin erzählte mit dem Hotel. Und das hatten wir dann vor ein paar Jahren nochmal wieder aufgenommen. Und GobSquad selber waren ziemlich irritiert über dieses aufdringliche Publikum, die ständig irgendwie mit diesem Telefon und jeder war super scharf drauf zu telefonieren und sich irgendwie selbst darzustellen. Und das war natürlich auch dann meines Erachtens nach verbunden mit dieser Erfahrung, dass Social Media eine ganz andere Rolle spielen zunehmend im Alltag und dass die Leute da auch andere Bedürfnisse haben, anderes Verhalten an den Tag legen. Und das war dann auch erstmal die Diskussion, ob sie das Stück jetzt überhaupt noch spielen wollen. Also solche Dinge, finde ich, spielen da auch rein. Und zum Beispiel
Jetzt bei Show Me Good Time ging es tatsächlich auch darum, oder es geht bei Gobspot zumindest bisher, vielleicht entwickeln sich da auch noch andere Mechanismen, aber es geht schon darum, natürlich die Zuschauenden mitzudenken oder die auch als konstitutives Element der Arbeit zu verstehen. Auf der anderen Seite kontrollieren sie das natürlich bis zum Anschlag. Also das ist nicht so, dass das jetzt so alles so zufällig passiert und wir improvisieren und so weiter, sondern da gibt es schon Regeln und die sind ganz klar. Aber eine wichtige Regel, finde ich, und das ist ja dann auch immer wieder die Frage, es geht immer darum, dass die Leute nicht ausgestellt und vorgeführt werden. Und das ist dann also auf eine andere Weise auch immer wieder ja die Frage jetzt mit den neuen Medien. Wir hatten relativ am Anfang des ersten Lockdowns auch einige eher kleinere Formate mit Chat verbunden, wo man dann auch denkt, ja, und in dem Moment, wo der Chat nicht wirklich ein konstitutives Element ist, so einer Arbeit, wird das einfach zum Geplänkel. Da steige ich irgendwann aus. Kann sein, dass das für jüngere Generationen vielleicht irgendwie dann schon wieder anders sich darstellt, aber ich fand das dann auch nicht besonders spannend. Und da finde ich, ist auch noch sehr viel zu tun, dass man einfach erst mal rausfindet und dann eben auch eine Spezifik des Theaters oder der Performance damit verbinden kann. Denn wenn das dann nicht besser ist als ein gutes Computerspiel, dann ist halt auch die Frage, wozu braucht man es dann? Also was für Möglichkeiten werden sich da entwickeln? Und eine Anmerkung muss ich doch noch mal machen zu der Kamera, weil ich glaube, wenn ich selber als Performer und Autorin die Kamera führe und die Kontrolle nicht abgebe und Bilder von mir selber, wie bei Super Night Shot waren es ja diese Kameras, wo man sich auch selber mitfilmen konnte, wenn ich die nicht abgebe und die Bilder selber herstelle, ist es noch mal eine andere Geschichte, als wenn ich eine Präsenz vor einer Kamera habe, die natürlich da ist bei Schauspielerinnen, aber das bedeutet doch, glaube ich, auch was anderes und auch eine andere Praxis und damit auch andere Verfahrensweisen und Bilder, die entstehen in diesem Prozess und in der Gesamtheit dieser Arbeiten jeweils. Wollte ich nochmal kurz anmerken, weil ich glaube, dass das für Gobspot eben zum Beispiel ein ganz wesentlicher Teil ihrer Arbeit ist, Kameras einzusetzen, ob mit oder ohne Pandemie, das ist ein ganz, ganz wesentliches Arbeitsinstrument. Ja, danke. Luis und Milosz nochmal. Ja, also es bleibt uns kaum Zeit übrig, aber ich finde es interessant, wie die Diskussion sich entwickelt hat, weil wir sind von einer Frage, also einer ziemlich theoretischen Frage zur Gemeinschaft und zum Communitas und Community ausgegangen und jetzt sprechen wir über Partizipation, digitale Kopräsenz, digitale Werkzeuge und eben über den Begriff der Feedbackschleife, worüber es im Chat viel diskutiert wurde. Und das heißt, dass wir eigentlich die Gemeinschaft, der gemeinschaftsstiftende Aspekt von Show Me a Good Time wirklich auf die Möglichkeiten der Partizipation fokussiert haben. Das finde ich bedeutend in der Diskussion, weil für mich war es eigentlich, wenn ich wirklich meine Erfahrung von der Aufführung berücksichtige, hatte ich eher das Gefühl, also ich finde es interessant, dass es gesagt wurde von dir, Kai Padberg, glaube ich, dass du ein Gefühl von der Gemeinschaft an den Momenten hattest, wo du als Publikum mit einbezogen warst oder dazu eingeladen warst. Für mich war es ein bisschen das Gegenteil, aber dafür müssen wir eben auch die Terminologie der Gemeinschaft verändern, weil ich hatte eher das Gefühl, dass was GobSquad hervorheben möchte oder uns zu erfahren lassen wollte, eher ein Gefühl der geteilten Einsamkeit vielleicht war. Und das war, geteilte Einsamkeit war am Anfang des Lockdowns, des ersten Lockdowns ganz viel angesprochen. Ich glaube, das wurde von Jean-Luc Nancy eingeführt und dann hat es ein bisschen zirkuliert, um eben diese Situation der Isolation
zu beschreiben. Und ich glaube, GobSquad, das sich ja mit Medien und digitalen Möglichkeiten sicher auskennt, ganz bewusst diese Entscheidung trifft, uns als Publikum auf Entzug zu setzen, auf eine Art, weil wir sind ja nicht nur TheaterzuschauerInnen, sondern auch NutzerInnen von digitalen Medien in unserem Alltag. Und es wurde auch beschrieben, wie GobSquad diese Formen von Zuschauerposition und Akteurposition zugleich vorweggenommen hatte durch die künstlerische Praxis. Und da versetzen sie uns in eine total Zuschauerposition, also in eine Position des Zuschauers im fast klassischen Sinne eigentlich. Wir sind ganz selten zur Interaktion eingeladen. Und ja, also wenn wir, also für mich ist es interessant, dass Sie diese Aufführung wirklich als Antwort auf die Situation erarbeitet haben und diesen theoretischen Ausdruck der geteilten Einsamkeit wie in Praxis umgesetzt haben. Ja. Das ist für mich kein pessimistisches Statement. Das ist einfach eine andere Form des Zusammenseins, das Sie mit der Kombination zwischen Theater und digitalen Medien erfahrbar gemacht haben. Genau. Okay. Milos? Ja, also ich würde dem nicht widersprechen, was Luis jetzt gerade sagt. Ich wollte nur also die Zukunft des digitalen Theaters in Computerspielen und Simulationen sehe. Der Sinn und Zweck meiner Aussage vorher war eben, also diese, es kann ja auch eine künstlerische Entscheidung sein, das Publikum lahmzulegen und ihnen die Möglichkeit einer Intervention, einer Reaktion, einer Störung wegzunehmen. Aber ich denke, dass das Theater immer noch von dieser Bestehen, dieser Möglichkeit einer Antwort lebt. Und deswegen sind wir auch in diesen ganzen partizipatorischen Fragen verhaftet, denke ich. Wenn wir Communitas denken, können wir sie vielleicht auch ohne diese Potenzialität einer Reaktion, oder also nicht Reaktion, aber einer Störung oder also eines Störeffektes. Und deswegen war mein Vorschlag eben, also da wir in diesem digitalen Medien verhaftet sind zurzeit, müssten wir neue Formen der Intervention oder der Störung in diesen digitalen Medien uns ausdenken, wie eben so Hackerangriffen auf den Code dieser Performance oder sowas. Also dann halt, wenn wir jetzt weiter davon ausgehen, dass es überhaupt einen Unterschied macht, ob wir jetzt in der textuellen, bildlichen, körperpräsenten Form interagieren. Wenn nicht, dann, also ja, also ich denke, wir müssen uns auch entscheiden, auf welcher wie wir diese Medien verstehen, auf welcher Ebene wir argumentieren, ja. Danke. Es sind wirklich, also wir sind über die Zeit und ich glaube, wir werden noch diese Diskussion, ich hoffe, wir werden das wirklich das ganze Semester fortsetzen können, also wenn Sie nochmal also zu uns kommen, uns besuchen. Aber das letzte Wort, glaube ich, gehört jetzt zu Kai. Du hast ja auch die Hand gehoben. Es ist vielleicht gut, dass du jetzt also das letzte Wort übernimmst und gar nicht also so autoritativ wir als Leiterinnen sozusagen dieser Diskussion. Okay. Apropos Verantwortung, die Judith vorhin angesprochen hat. Genau, ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil ich glaube, da war ein Missverständnis. Für mich waren diese Momente bei Show Me Good Time, wo ich sozusagen selber aktiv werden konnte, der Moment, wo ich diese Feedback-Schleife gespürt habe. Ich war gar nicht unbedingt so sehr das Gemeinschaftliche. Also das gab es schon auch und ich würde total zustimmen. Dieses Gefühl der geteilten Einsamkeit war insofern auch ein spannendes, weil es, glaube ich, in der Stelle auch ein Gefühl, was, glaube ich, wir viele hatten zu der Zeit, das war dieser auch, also im Lockdown sehr gut getroffen hat. Und das hat ja aber eher auf so einer Ebene noch drüber funktioniert. Also weil ich mir einfach weiß, weil ich mein Bewusstsein habe, anderen Leuten geht es genau auch so, die sitzen auch zu Hause, können nicht raus, müssen ihre Kontakte einschränken. Und da hatte ich das Gefühl, dass hier die Gemeinschaftlichkeit anders
also spannenderweise, es hatte so einen Effekt, aber ich habe mich gefragt, könnte zum Beispiel das so ein, hätte das auch einen, hätte vielleicht auch einen Film diesen Effekt auslösen können, weiß ich nicht. So, das ist, es war kein Film, es war ein Theaterereignis, auch in seiner ganz speziellen Form. Aber da bin ich, glaube ich, gar nicht so weit weg. Ich habe nur so ein bisschen, wollte, glaube ich, so darauf hin, dass das die Momente waren, wo ich sagen würde, da war es für mich klar, dass es ein Theatererlebnis ist und eben kein reiner Film, weil da gab es noch die Möglichkeit, in irgendeiner Form den Einfluss zu nehmen, auch wenn es natürlich sehr eingeschränkt ist, als sonst, wie wir das kennen. Genau, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen, genau, vielleicht noch ganz kurz zu dieser Frage der Störung. Ich glaube, dass es sehr schwierig auch ist, also dass es so ein bis zwei gegenläufige Tendenzen gibt. Auf der einen Seite lässt sich in diesem digitalen Theater unglaublich viel steuern, kontrollieren. Das Publikum lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes komplett lahmlegen, dass ich eigentlich nur noch mir ein Computerbild angucken kann. Und wenn es mir nicht gefällt, dann mache ich den Computer aus, aber ich kann keinerlei Form von Einfluss nehmen. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Also es gibt so neue Machtdynamiken, die im dem digitalen Theater nicht automatisch so ausgelebt werden, aber die nochmal viel auch, also in einem anderen Kolloquium wurde gesagt, die durchaus auch totalitärere Potenziale besitzen. Das heißt nicht, dass die auch ausgeschöpft werden, weil man kann die auch ganz anders nutzen. Das hängt letztendlich auch von den Kunst- und Kulturschaffenden ab, wie sie diese Logiken von Interaktion, Feedback-Schleife gestalten. So, und das kann, glaube ich, auch, kann auch sehr emanzipatorisch sein. Und manchmal kann es auch eine legitime künstlerische Entscheidung sein, zu sagen, wir lassen einfach die geteilte Einsamkeit wirken und das ist unser künstlerisches Statement und ihr könnt nichts dagegen machen, ihr könnt höchstens euren Computer runterfahren. Genau, und aber ich glaube, dass auch auf der anderen Seite in den sozialen Medien und auch in der Art, wie wir uns in digitalen Räumen bewegen, auch gerade noch auch so ein bisschen so ein Störpotenzial liegt. Also ich glaube, es wurde vorhin gesagt, ja, dann ist da der Chat und mir gibt das nichts und das ist nur Geplänkel und ich finde es lästig und man empfindet das vielleicht sogar als störend, weil wir das auch in unseren Wahrnehmungsformen irgendwie nicht gewohnt sind oder auch das irgendwie das, was wir als Theater verstehen, irgendwie nochmal anders herausfordern. Ob das jetzt was Gutes ist oder nicht oder irgendwie ästhetisch irgendwie eine Bereicherung ist oder eher ein lästiges Nebenphänomen von der digitalen Gesellschaft, in der wir leben, das müssen wir, glaube ich, rausfinden und noch die Formen finden, wo sich das unser ästhetisches Erleben bestärkt. Und genau, dann wollte ich aber auch nochmal vielen Dank an euch sagen, dass ihr diese spannende Veranstaltungsreihe organisiert. Und es ist auch total toll zu sehen, dass gerade zumindest unter in der Wissenschaft, wo sich gerade im kulturwissenschaftlichen Bereich, wir uns alle mit diesen Fragen gerade auseinanderstellen. Was sind jetzt gerade noch die Begriffe? Und da hoffe ich, dass eure Veranstaltungsreihe jetzt heute und dann auch darüber hinaus einen Beitrag leisten kann, dass wir uns diesen verschiedenen Phänomenen stellen können. Nur wenn wir zusammen eine temporäre Gemeinschaft bilden, weißt du? Also ich glaube, das ist ja auch also für uns eine totale Bereicherung, weil wir natürlich in unseren eingeschränkten auch Perspektiven ja auch immer wieder verankert sind. Und das ist wirklich toll, dass sich so viele auch versammelt haben, die auch andere Perspektiven, andere Begrifflichkeiten ja auch reflektieren, diskutieren. Und natürlich, ich glaube, das war wirklich eine sehr spannende Diskussion. Ich will die auch nicht so abschließen oder resümieren, zusammenfassen, weil ich glaube, das wäre der falsche Schritt, also wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe, jetzt Fragen zu stellen, möglichst viele Fragen wirklich zu öffnen, das ist so die Aufgabe, die vielleicht eben ein theoretisches Potenzial erstmal hat, aber zu früh alles abzuschließen, zu definieren, finde ich einfach nicht legitim, also für die Situation, in der wir uns befinden, beziehungsweise vielleicht ist es eben nicht und Krisensituation, sondern eine Situation, von der man profitieren kann, als eine Art von Transformation eben eines Paradigmas oder was auch immer. Aber natürlich, diese Diskussion wäre nicht so spannend gewesen, wenn wir erstmal unseren Gast nicht hätten
Anne Quiñones, nochmal vielen Dank also für Ihre Anwesenheit und für Ihr Engagement und alles, was Sie zu GobSquad und noch zu allen anderen Themen, die wir heute besprochen haben, auch gesagt haben. Das war wirklich so eine Freude und ein Vergnügen und eine Ehre. Ich bedanke mich auch, weil ich fand es auch sehr interessant. Also auch in Bezug auf dann tatsächlich diese Aussichten, die sich da jetzt auftun und wie man da neue Wege findet. Genau, also nochmal vielen, vielen Dank an alle. Ihr seid alle natürlich herzlich eingeladen, also in 3 Wochen. Oder magst du was sagen? Oder? Schneller, sagtest du. Nein, sorry, ich habe mich verklickt. Gut, dann mache ich das ganz schnell. Jetzt schließen wir die Sitzung ab und wir sehen uns hoffentlich in 3 Wochen. Vielen Dank. In 2 Wochen. In 2 Wochen, sorry. Entschuldigung, am 11. Ausnahmsweise. Wir melden uns bei euch allen. Vielen, vielen Dank.